Paul hat dir aus Afghanistan eine ISIS-Flagge mitgebracht, ne? Die in deinem Büro hing. Nee, das war nach, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Paul war oder ein anderer Kollege, der jetzt Karriere in der Personalabteilung gemacht hat. Großer Journalist. Und hast du die Flagge noch oder ist die auch noch in der Die Flagge ist auch eine Kiste mit der Topfpflanze. Ist auch eingelagert, ja, mit der Topfpflanze und dem Feldbett. Kann ich die haben? Die würde sich hier so gut machen. Ja, du kannst sie haben, aber du musst sie dir holen, wie es bei Flaggen halt ist. Hirschhausen hat ja kürzlich in einer Talkshow gefordert, dass man, wenn man seine Stromrechnung kriegt, dass da draufsteht, ihr Nachbar hat 25% weniger Strom verbraucht. Was ist los mit Ihnen? Dass da so ein gewisser sozialer Druck aufgebaut wird. Das ist aber schon was, wo du wahrscheinlich was anfangen könntest, oder? Das sind klassische Methoden von untergehenden Ideologien. Es gibt die Behauptung, dass du quasi einer Frau Avancen gemacht hast und die hat dann gesagt, du bist doch verheiratet. Und dann hast du ihr gefälschte Scheidungspapiere vorgelegt, um klarzumachen, dass du Single bist. Ist das passiert? Der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Now listen, bitches. The Podcats in the back. Back on the mics! Hier ist Sodom und Corona. Der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Mit Nils zu. Matze. Und hier kommen sie, eure Lieblings-Podcast-Kärtchen. Miau. Miau, miau, miau. Mautz. Miau, miau, miau. Schön sieht's aus. Schön. Nein, du. Du. Immer dreimal mehr wie du. Du bist der schönste Mann. Immer dreimal mehr wie du. Herzlich willkommen bei Sodom und Corona. Ja, we're back. Wir hängen wieder über den Mikrofonen wie hungrige Straßenkatzen über einer überfahrenen Ratte. Ja. Schönes Bild. Und während sich die Firmen alle wieder zurückziehen, so tschüss Homos, bis nächstes Jahr, geht bei uns der Pride Month noch einen Monat länger. Ja. Weil wir es ernst meinen und natürlich, weil die ganzen Pride-Artikel jetzt auch zum halben Preis gekriegt sind. Wie willst du meine neue Brille? Finde ich schön. Von 7,99 auf 1,49. Mega. Da schlage ich doch zu. Mega. Nicht mehr wie früher, wenn ich einen Schwulen sehe. Nee, so waren wir ja erzogen. Ne? Der Schwul, so. Da hau ich meine rein. Und bis ich dann habe gemerkt, das ist falsch. So wurdest du erzogen. Okay. Ich wurde doch gar nicht erzogen. Same. Das ist uns ganz wichtig als Nachricht. Nicht Schwule schlagen, sondern zuschlagen, wenn Pride-Artikel jetzt im Sale sind. Du hast aber auch was Tolles dir geshoppt. Ich bin Mr. Propellerhead. Ich heb ab. Wer war das nochmal hier? Von Carlson vom Dach. Carlson vom Dach war mega. Ja, fand ich auch super. Astrid Lindgren war eh die Beste. Gott, habe ich mir oft einen runtergeholt auf Pippi Longstocking. Longstocking. Klingt gleich wie, so heißt die auf God. Englisch. Das ist, ja, ja, ich weiß. Pippi Langstrumpf heißt auf Englisch Pippi Longstocking. Und bei Stocking wird man gleich so, merke ich gleich so ein bisschen, muss ich mich ein bisschen umsetzen. Weißt du? Das gibt's doch bestimmt schon auch gleich in anderen Filmchen, oder? Da wächst mir gleich ein drittes Bein. Ja, Carlson, Matson vom Dach. Genau. Matson. Und wie heißt nochmal unsere Verteidigungsministerin? Lambrecht. Ne? Wenn du das sagst, ja. Ja, und wenn die dich jetzt sieht, ne, dann will die sofort mit ihrem Sohn einen Freiflug von dir. Ja, ist der Einzige, der noch fliegt, der Tornado. Matze, kleiner Mützentornado, ey. Ja, du hebst halt einfach ab auf LGBTQ+, ne? Genau. LGBTQ+, sag du mal. LGBTQ+. Sag mal dreimal hintereinander ganz schnell. Ja, kann. LGBTQ+. Bis wir das können, ist bei uns Pride Month. Oh, aber mindestens 4 Wochen.
Minimum. Minimum 4 Wochen. Sag mal, ich sehe jetzt echt super aus mit der Brille und auch mit dem normalen Licht, das wir haben. Wir haben vorhin was aufgenommen mit einem Gast. Wir haben einen ganz tollen Gast heute. Ja. Einen sehr interessanten Mann. Das stimmt. Also du wolltest aufs das Tageslicht hat uns da reingeswitcht. Ich sehe aus wie eine Leiche aus Wachs. Ja, du musst mal die Sonne, mein lieber Freund. Er sieht aus, ja, wir reden über Julian Reichelt. Ja. Julian Reichelt, der streitbare Ex-Bild-Chef, der, ich wollte ihn eigentlich fragen, sind nicht Männer eigentlich das schwache Geschlecht, weil wir so einfach über unsere Eier stolpern? Ja, das wollte ich ihn fragen, aber dazu kommt man nicht, weil der Typ einfach, ja, wirklich, der nimmt sich das Wort, muss man sagen. Gelernt ist gelernt. Ja, und das irgendwie gegen mich, weißt du? Also ich bin jetzt auch nicht dafür. Du bist dafür bekannt, dass du ganz still bist. Ganz stiller bin. Ich bin so ein schüchterner Stiller. Ich starte doch mal einen Podcast. Und ich so, keine Ahnung von Ironie. Okay. Und jetzt sitze ich hier mit dieser... Herr Reichelt, darf ich auch noch mal was sagen? Eine Frage, Herr Reichelt. Also. Na, wir hatten schon ein schönes... Ich finde, nee, wir schon also, wir wollen es ja nicht vorwegnehmen, aber der kommt ja gleich. Der kommt jetzt gleich hier in der Sendung, der war schon da. Und ich finde, er hatte einen interessanten Rider. Wir fragen ja vorher immer, also ich weiß, ne, ist meine Art zu fragen, die Gäste, ob sie denn auch nicht vergessen haben, dass sie heute kommen und vielleicht auch in letzter Sekunde vielleicht auf den schlauen Gedanken gekommen sind. Ich bin doch nicht blöd und gehe diesen Solo-Corona-Podcast, ja. Ich gehe irgendwo hin, wo nicht so eine Boutique-Reichweite haben, sondern wo richtig was geht, wo es scheppert in den Likes und Klicks und Views. Da frage ich dann immer nochmal nach, weil man könnte sich auch nochmal umdrehen, sich nochmal einen runterholen und dann irgendwie so ein bisschen zu gucken, wie die Bettdecke langsam am Penis festklebt. Können wir machen, aber er hat es ja nach vorne verschoben auch, deswegen musste ich ja... Nach vorne verschoben. Ja, und dann frage ich nämlich immer noch mehr SMS, irgendwie, hey, gibt es was Bestimmtes, was du trinken willst, Snacks, irgendwas? Und er so, 3 Snickers, Wasser, Cola, bis gleich. Das ist doch ein Mann vom alten Schlag. Das stimmt. Vom alten Schlag ist er, ne? Das stimmt. Es gab eine Stelle, da hat uns unser neuer Mitarbeiter Lennart drauf hingewiesen. Lenny, Gott, schütze dich. Und ja, ich schütze dich. Und zwar sprechen wir da über Syrien und er sagt, Obama hätte in Syrien gar nichts gemacht, aber hat Obama doch in Syrien die Rebellen ausgerüstet und darauf bin ich gar nicht gekommen. Aber wenn es mir eingefallen wäre, wäre ich eh nicht dazwischen gekommen, so wie du bei mir oft nicht dazwischen kommst wahrscheinlich, ne? Wie bitte? Hallo, warum habe ich einen Kopfhörer auf? Redst du mit mir? Ja. Darf ich auch mal was sagen? Na klar. Ja, hast du recht, ja, gut, aber das sehen wir ja alles gleich, das finde ich ganz, finde ich schön, dass du im Nachhinein dann auch, aber das stimmt. Ich fand es sehr interessant, den jungen Mann hier zu Gast zu haben. Ja, und der ist ein junger Mann, der ist ja tatsächlich 7 Jahre jünger als du sogar? Ah, nee. 7 Jahre nicht ganz, aber der ist jünger als ich. Der ist jünger als ich natürlich dann. Ja. Also man muss ihm das Du anbieten. Ja, er muss uns das Du anbieten eigentlich. Wenn wir älter sind. Ne? Stimmt, das hast du ja gelernt, als du mit unserem ehemaligen Verteidigungs- Jens Spahn. Umwelt, Gesundheitsminister. Richtig. Ja. Maskenminister. Da habe ich mich auch gewundert, was machst du so? Ja, ich bin Bundesgesundheit, ich bin Fotograf. Naja, ist alles richtig. Wir machen Podcasts. Ich drücke immer hier auf die Kamera drauf. Ach, Fotograf, Sie meinen das, was meine Oma macht mit ihrem iPhone? Ja. Blendezeit ISO. Macht jetzt alles automatisch. Und die können jetzt sogar automatisch scharf stellen. Gib jetzt auch Kurse. Übrigens, die Tassen könnt ihr ja bei uns nach jeder Folge kaufen. Was, ersteigern. Ja. Ersteigern. Das höchste Gebot bei unserem PayPal-Account, wer uns dann die größte Spende, hast du jetzt was den größten Support hinterlässt, der kriegt die Tasse aus der jeweiligen Sendung signiert von uns Freihaus zugeschickt. Frankieren wir den Scheiß wirklich, ja? Oder schreiben wir Gebührzahlempfänger? Habe ich früher mal gemacht. Das ist so wie so ein Aircall, weißt du? Gebührzahlempfänger. Können wir mal bitte, wollen Sie dieses Gespräch annehmen? Ja. Cool. Auf Bewerbung schreiben, Gebührzahlempfänger. Ja. Ja, ihr habt doch Kohle, ich habe keinen Job. Ich bewerbe mich hier. Dann zahlt ihr das doch mal bitte. Ja, Julian Reichelt war hier und der kam zu Wort, muss man sagen. Aber ich finde cool, dass er hergekommen ist.
und sich dem gestellt hat. Ne? Mal gucken, ob jetzt, welche Gäste jetzt wieder absagen. Ne? Nach Annabel Schunke gab es ja auch so ein paar Lehrer. Ne? Ja, so, da hast du den eingelegt. Wollte den Namen gar nicht nennen. Ne? Das ist ja Lobo. Aber da wollen eigentlich die Nazi-Barbie, da hast du den eingelegt. Die Nazi-Barbie. Ja, aber wir wollen, ich finde es komisch, dass man mit Leuten nicht mehr reden soll. Ich meine, kaum bin ich nicht da. Ne? Bei Lanz sitzt doch, bei Lanz kaum, als wärst du jemals da. Bei Lanz sitzt doch auch irgendwie jemand von der AfD und dann sagst du doch nicht irgendwie, da gehe ich nicht mehr hin. Dann kannst du ja nirgendwo mehr hingehen, gerade in Deutschland. Ja, mal Hitler gesessen. Oh mein Gott. Man darf hier schon was sagen. Wir laden auch ein, gerne. Ja. Natürlich, wie wir aus allen Bereichen Leute hier haben und mit denen quatschen und dann auch richtig unsere Bildungslücken mal hier bloßstellen. Bloß freilegen. Also, wenn wir das nicht schon genug machen. Eventuell vielleicht. Mit dem Reich ein kleines Quiz wäre lustig gewesen, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja. Es wird auf jeden Fall, bereitet euch vor, zieht euch warm an für viel linken Schelte. Die hat er ein bisschen gefressen, ne? Ja, ne? Also, ja, bei Ricarda Lange muss er aufgeben. Die hat er nicht runtergekriegt. Zumindest nicht in einem Haps. Ja, über die reden wir auch ein bisschen. Aber da sagt er auch ganz klar, sich über die körperliche Konstitution von Ricarda Lange lustig zu machen, findet er nicht okay. Auch wenn die Linken das im Grunde erfunden haben mit ihren ganzen Helmut-Kohl-Witzen. Ja, aber right. Von Kohl alleine wird man ja auch nicht so dick, ne, Ricarda? Von Kohl alleine wird man nicht satt. Ja, von Kohl alleine kannst du aber viel pupsen. Und damit könnten wir ja eigentlich im Grunde die Gasknappheit hier in Deutschland reparieren, ausgleichen, oder? Weil wenn ich eins kann als Deutscher, dann ist es Gas. Ich gase richtig aus. Nach so einem schönen Dreigänge-Menü gase ich die ganze Nacht richtig schön aus. Das muss man nur irgendwie nutzbar machen. Da brauchst du, ich bin mein eigenes Russland. Ich bin mein eigenes Nord Stream. Nord Stream. Gazprom. Himmel. Ich bin der Gazprom. Brasron. Ja, und du hast doch auch mal so ab und zu Leuchterausgasungen, ne? Also, ich jetzt, meinst du? Bin ich dafür Zeit bekannt, oder was? Ja, die sind hier dünn und wenn du, ne, wenn du ins Büro kommst. Das hast du schön gesagt. Darüber wollen wir jetzt nochmal ganz. Nein, das wollen wir jetzt ja auch nicht mehr so ausführen. Ne? Ja, das will auch keiner so genau hören. Nee, du hier auf der Toilette treibst auch. Du hast ja auch ein bisschen Recht auf ein Privatleben. Wo soll ich das jetzt? Was hast du sonst noch aufgeschrieben? Wie sind wir denn jetzt da gelandet? Meinen Ausgaben. Naja, die Gaskrise. Ach so, okay. Julian Reichelt sagt uns voraus, dass wir im Winter frieren werden. Gut. Und Strom rationiert wird. Das sehen wir dann mal. Jetzt können wir uns ja vielleicht bei Tesla, die verkaufen noch so Batterien oder so, dass wir da hier so Batterien auch schon mal da haben. Also der sagt quasi die Batterienkriege voraus. Kriege hat er gesagt, vorsichtig sein, das sagt er jetzt nicht, aber Knappheit kann kommen. Und wenn euch das hier alles gefällt, was wir hier so auf die Beine stellen und was wir danach so von den Beinen holen, wie wir uns hier von den Beinen holen, wenn euch das ein bisschen gefällt, dann geht doch mal hier auf unseren Support-Link und lasst mal ein bisschen Kohle da. Ne? Wir müssen schon wieder Miete zahlen. Wie viel sind wir schon wieder im Rückstand? 2 Mieten, ne? Oh. Das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Du hast noch Anstand, du hast noch Schamgefühl. Das ist selten geworden. Also, weißt du, das sage ich. Im Endeffekt sagen wir pupsen viel und zahlen keine Miete. Aber ist okay. Aber wir liefern hier ab. So sind wir. Wir liefern hier ab. Nehmen das Gespräch vorweg. Pupsen viel, zahlen keine Miete. Julian Reichelt sofort, wann kann ich kommen? Aber dürfen wir erzählen, dass die Polizei auch mit, wo Julian reinkam? Das war ja auch super. Ja, die haben nicht gesucht, ne? Wir dachten, wegen der Miete. Ich habe mich gestern mit einem Nachbarn gestritten. Und der Streit fing damit an, also dass er so tierisch Lärm gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, hey, sag mal, ich habe nur gesagt, hey, ist alles okay? Und dann hat er mich sofort gesagt, red dich nicht so auf, du Nazi, rufst du jetzt wieder die Bullen. Dabei ruft er immer die Bullen, ich habe sie noch nie gerufen. Aber wenn du irgendwas aber das ist wirklich so nett gefragt. Also, ey, wirklich so nett. Ist alles okay? Und dann hat er so auf mich eingeschimpft. Ne? Und dann habe ich so gesagt, so hey, muss man deine Anger-Issues ein bisschen in den Griff kriegen. Okay, das ist gut. Wirklich, ne? Warte mal, wirklich, ich bin da schon weiter als du, habe ich tatsächlich gesagt. Ne? Ich habe das im Griff, ich bleib ruhig. 30 Sekunden später, ich so, wir haben uns ein bisschen angestrien. 21, 22. Ja, ich meine Zündschnur ist ein bisschen länger geworden. Ja, ne, aber dann. Aber dafür verbrennt sie schneller. Irgendwie so kommt es mir vor. Auf jeden Fall haben wir uns so angeschrien.
Eine halbe Stunde später klopft's hier, klingelt's hier. Steht da die Polizei. Und ist eine Anzeige gegen sie wegen Beleidigung. Da hat der schon wieder die Polizei gerufen. Weißt du denn noch, was du gesagt hast? Oder ist das jetzt untergegangen in den ganzen... Man ist da ja in so einer Art Rauschzustand, ne, wenn man so getriggert wird und so beleidigt wird. Also du wüsstest jetzt nicht speziell, was du da, also in der Kampftirade. Ah, bin ich auch nicht ganz genau. Wie war denn der Wortlaut? Weiß das doch nicht mehr. War nicht irgendwas mit Durchfall gurgeln, das Stück Scheiße von einem. Hat er das nicht aufgenommen? Aber ich fand es natürlich witzig. Ich fürchte, er hat es aufgenommen. Mal gucken, was wir da noch für Videos kriegen. Ich habe aber auch schon ein paar von ihm. Wir haben uns schon eine Zeit lang mal bekriegt, da haben wir uns immer gegenseitig aufgenommen. Oh, total peinlich. Und haben das dann immer dem Vermieter geschickt, der sich kaputt gelacht hat. Das darüber. Ist so deutsch, ne? Ja. Aber er ist ja gar nicht, er ist ein Italiener. Achso. Ja, stimmt, hast du. Aber beide Faschisten halt, ne? Ja, also faschistische Offspring, sind gerne Faschisten. Tanzen nicht, dass er mich jetzt schon wieder anzeigt. Und er hat, dann waren die gestern hier. Und dann heute, als Julian Reichelt, der zum Glück nicht mehr Bildchef ist, aber man muss sagen, man bleibt ja immer Bildchef, ne? Das ist wie Präsident. Der Bildchef kommt also hier an und gleichzeitig trifft die Polizei ein, die mich sucht. Weil, die waren insgesamt dreimal hier. Und haben aber selber gesagt, ja, um diesen schwerwiegenden Kriminalfall zu lösen, haben sie gesagt. Und ich so, möchten Sie was dazu sagen? Ich so, nee, es geht ja auch aus wie das Hornbacher Schießen. Egal, was ich jetzt sage und Sie 48 Seiten abtippen, das wird doch eh eingestellt. Ja, also ja. Beleidigung in Berlin? Klar wird das eingestellt. Und solange du nicht irgendwie im Polizisten eine Ohrfeige rauskommt, passiert hier gar nichts. Ich würde gerne das Video sehen. Klingel doch bei ihm. Ja, ich frage mal ganz kurz. Aber du bist so allergisch gegen Katzen. Ich meine, der hat ganz ähnliche Tiere, der hat Frettchen. Frettchen? Ja, einmal war er sehr laut und dann habe ich gesagt, warum bist du denn immer so laut? Ne? Weil manchmal machen hier Tonaufnahmen. Und er so, mein eine Frettchen liegt im Sterben. Okay. Ja, Mensch. In der Wohnung steht überall so Katzenklos, oder Wohnung, eigentlich ist es ja seine Werkstatt. Ach, ist ja auch egal. Das ist ja auch privat. Ja, wir müssen auch seine Privatsphäre hier ein bisschen schützen. Ja. Aber eins kann man erzählen, das stand ja auch schon in der Zeitung. Hier unten ist eine Brücke und unten fahren S-Bahnen vorbei. Und dann stehen da oft Mütter mit ihren Kindern oder Eltern mit ihren Kindern und gucken sich dann, winken die Kinder den Zügen, ne? Und dann hupen die Zugfahrer. Und das Gehupe nervt ihn. Und deswegen hat er die Kinder mit Wasserbomben beworfen und den Eltern durch ein Megafon zugebrüllt, dass sie sich verfickt nochmal eine Eisenbahnanlage kaufen sollen, weil er will diesen Lärm hier nicht. Okay, ja, ich weiß das noch, weil wir hatten noch mal so eine E-Mail, glaube ich, von einer Redakteurin. Ja, von da waren wir noch nett und haben uns nicht dazu geäußert. Aber stell dir mal vor, ich ziehe nach Italien, ja, nachdem ich in Deutschland endgültig komplett verbrannt bin, ziehe ich dann nach Italien und dann laufen da so kleine Bambini rum, ja, und dann bewerfe ich die mit Wasserbomben und sage den Eltern, dass sie sich verpissen sollen. Die machen aus mir fucking Bolognese und zwar zu Recht. Aber wir so, oh ja, Entschuldigung, ja, hier ist die Telefonnummer, rufen Sie die Polizei wegen Beleidigung. Es ist hart. Das könnte auch was sein. Es ist hart. Aber gut. Das war also nicht der Polizeischutz. Ich so, oh, hast du Polizeischutz, Julian? Nee, die Polizei ist wegen dir hier, Nils. No. So war das. Und jetzt, with no further ado, wie sie immer sagen. Ja. Doch, lieber da eine Sache noch. Was denn? Liked uns. Ach so. Liked uns, lasst uns Likes da, schreibt uns einen netten Kommentar. Wir brauchen vor allen Dingen Kommentare bei den iTunes Podcasts. Das ist wichtig. Und abonniert uns. Das ist wichtig. Wir sagen das nie. Alle sagen das immer ständig, aber hin und wieder müssen wir sagen, oder? Das macht die Glocke an. Was sagt man dazu, ne? Hol die Glocken raus. Wenigstens das, Baby. Wenn ich hier schon umsonst... Nee. kommt in den, wie heißt es immer so schön, kommt in den Notification Bell Squad. Smash that like button. Smash that like button like it's your sister. Und jetzt ist er endlich hier. Yes. Der einzigartige, der nie erreichte, yes, der kürzlich rausgeschmissene Ex-Bildchef Julia Reichelt. Herzlichen Dank. Julian, was wir uns alle fragen. Wo steht das Feldbett jetzt? Das Feldbett ist, glaube ich, eingelagert bei Axel Springer. Also ich hab's nicht. Du hast es nicht bekommen? Nee, ich habe bisher noch nichts von all dem abgeholt, was da eingelagert wurde.
Ach, du bist nicht irgendwie mit so einer, wie im amerikanischen Film, mit so einer Kiste raus, mit einer Topfpflanze. Mit einer Topfpflanze drin, wie bei Lehman Brothers. Nein, das hat nicht mal mehr für Kiste und Topfpflanze gereicht. Warst du im Haus, als das Ende dir angetragen wurde, oder warst du gar nicht da? Ich war gar nicht da und bin auch nie wiedergekommen. Ja, dann will man ja da auch nicht mehr hin, ne? Ja, absolut. Diesen Gang spart man sich dann. Ja, genau, den Gang mit Topfpflanze und Feldbett. Feldbett unter Arm. Das wäre natürlich auch ein geiles Bild gewesen für die nächste Schlagzeile. Viele haben darauf gewartet, auf das Bild, und ich habe versucht, das dann nicht zu produzieren. Das Feldbett spare ich mir als Pointe noch auf. Aber das ist auch so ein bisschen, da ist die Bild noch so ein kleines bisschen, habe ich mal so einen Eindruck, betulig, wenn es um eigene Themen geht, ne? Um Leute aus den eigenen Reihen und so. Da ist sie ein bisschen schweigsamer, als wenn außerhalb was passiert. Ja, also als betulig würde ich die Wochen jetzt nicht bezeichnen aus meiner Wahrnehmung. Die waren doch eher turbulent, aber verschlossen nach außen, das trifft es vermutlich ganz gut. Ja, ein bisschen, ne? Also da denken sich natürlich dann in solchen Momenten viele so, zum Beispiel Kai Diekmann hatte auch mal so einen Vorwurf, dass er da beim Schwimmen irgendwie einer Frau zu nahe gekommen ist oder so. Da hört man dann erstmal nichts, ne? So, was man bei anderen Leuten, die ähnlich prominent sind, schon hören würde. Ist ein schwieriges Thema. Also erstens glaube ich, dass beim ganzen Thema Vorwürfe, die in keiner Weise offen direkt erhoben werden oder jemals bewiesen oder belegt werden, wir als Gesellschaft ohnehin auf einem sehr, sehr, sehr schwierigen Weg sind, weil es ja, wenn man sich jetzt auch der Bereich im Showbiz. Wenn man sich jetzt Johnny Depp anguckt, sieht man ja, wozu Vorwürfe führen können. Da sieht man ja eigentlich, was immer so dran ist, wenn die Weiber irgendwas erzählen. Nein, das würde ich unter keinen Umständen sagen, aber ich finde, dass man in den letzten Monaten auch zum Beispiel bei Luke Mockridge, bei Johnny Depp gesehen hat, wie Vorwürfe auch politisch motiviert als Vernichtungswaffe eingesetzt werden. Und ich glaube deswegen, das habe ich mir bei Bild auch immer zu eigen gemacht, sollte man über Vorwürfe erstmal gar nicht berichten, wenn man sie nicht sehr gut geprüft hat. Das war zumindest immer meine Maxime über Bild. Ich glaube auch, dass da in der Vergangenheit jetzt in der gesamten deutschen Medienlandschaft, zum Beispiel beim Thema Kachelmann, Dinge massiv falsch gelaufen sind, aus denen wir hätten lernen sollen. Aber leider haben nur Leute daraus gelernt, die sehr geschickt Vorwürfe zu nutzen wissen, besonders diffus intonierte Vorwürfe. Das ist eine schreckliche Fehlentwicklung, und das ist auch eine schreckliche politische Entwicklung, weil es ja vollkommen klar ist, wie solche Sachen genutzt werden, gegen wen sie genutzt werden. Aber das ist die Zeit, in der wir leben, und ich habe mich jetzt nach ein paar Monaten auch daran gewöhnt, dass wir in dieser Zeit leben. Oh ja, auch schon. Willkommen. Darf ich aber mal ganz kurz eins fragen? Also, das ist ja, du warst ja dann Chefredakteur von der Bild auch. Das und dass man halt dann sagte, dass es eventuell ja nun auch sehr viel Momente gab, wo man sehr viel Schlagzeilen produziert hat, die auch in diese Richtung gingen. Also, kann das sein, dass eben du nicht, jetzt. Eben nee, nicht, eben echt, nicht, hast eben du nicht. Das alle? Okay. Also, was gerne ausgelassen wird von der von den linken Propagandamedien, ist, dass ich die letzten Jahre bei Bild dafür genutzt habe, um genau diesen aus meiner Sicht immer abscheulichen Bereich in das Privatleben von Leuten vorzudringen, bei Bild komplett abgeschafft habe. Wir haben keine Paparazzi-Fotos mehr gemacht. Wir haben aber Paparazzi-Fotos sind, glaube ich, sowieso verboten, oder? Paparazzi-Fotos, naja, es ist nicht so verboten, wie ich es restriktiv gehandhabt habe. Ja, man kann immer durchaus argumentieren, Prominente, die in der Öffentlichkeit auftauchen und zum Beispiel mit einem neuen Partner in der Öffentlichkeit auftauchen, da gibt es ja durchaus die Argumentation, da besteht ein öffentliches Interesse, und das sind Personen der Zeitgeschichte, und deswegen darf man sie fotografieren. Aber du darfst nicht eine Schauspielerin, die ihren Müll rausbringt, beim Müll rausbringen. Irgendwie, da gibt es doch irgendwelche Urteile, auch, oder? Das ist umstritten, aber meine Handhabung war da immer restriktiv. Ich habe immer gesagt, wer sind wir darüber zu urteilen, wann wir irgendwie das in die Privatsphäre von Leuten eindringen dürfen. Ich wollte das nicht, und wir haben das auch nicht gemacht. Deswegen, auch das ist eines der zahlreichen Klischees, die natürlich gern verwendet werden. Wenn man selber macht, muss man selber damit umgehen. Es wäre unbequem, zur Kenntnis zu nehmen, dass ich sowas nicht gemacht habe, im Gegenteil abgeschafft habe, aber dass, wie gesagt, dieses ganze Lager es sich schwer tut, damit Fakten zur Kenntnis zu nehmen, auch damit damit hab ich mich in gewisser Weise abgefunden, und damit muss man auch umgehen. Das sind halt gefährliche Leute, die eine vollkommen skrupellos
ihre politischen Ideologien verfolgen und davor vor gewissen Mitteln nicht zurückschrecken. Wir sehen es auf der ganzen Welt. Aber du sprichst über deine Kritiker. Ich spreche nicht nur über meine Kritiker, ich spreche über ein politisches Milieu, das aus meiner Sicht sich von der politischen Debatte der Verwendung des Arguments und so weiter weit entfernt hat und versucht, verschiedene Vernichtungsmethoden einzusetzen. Und hier kommt jetzt meine Theorie. Die Menschen, mit denen wir es da zu tun haben, Menschen, die in Deutschland auch zum Beispiel in Regierungsverantwortung sind, Teile der Grünen, Teile von Medien, wissen, dass sie für ihre teilweise absurden, sogenannten progressiven Ideen keinerlei Mehrheiten haben und dass sie deswegen gegen die Leute, die sie kritisieren für ihre Politik, nicht mit Argumenten durchkommen, sondern dass sie das unterdrücken müssen. Und deswegen benutzen sie klassische Unterdrückungsmechanismen, charakterliche Vernichtung, Worte wie Hass und Hetze zum Beispiel. Hass und Hetze ist das, was ist das überhaupt? Hass und Hetze ist das, was keine grüne Meinung ist. Bei Grünen ist Hass und Hetze, was keine grüne Meinung ist. Und heute habe ich wieder von einer prominenten Berliner SPD, ich weiß nicht, ob sie noch Politikerin ist, zumindest äußert sie sich politisch, eine Verteidigung von Ricarda Lang, die Grünen-Chefin. Meinst du Sausan Schäbli? Richtig. Habe ich heute gelesen. Und die sagt, das, was Ricarda Lang da täglich erfährt, ist nichts anderes als Gewalt, digitale Gewalt. Und die Täter müssen keine Strafe. Was meinen Sie damit genau mit digitaler Gewalt, neuen Bestellterminals bei McDonald's? Sie meint damit, und da sind wir dann auch beim Thema Bigotterie, sie meint damit, dass es Menschen gibt, die Witze über das Aussehen von Ricarda Lang machen. Widerlich. Dabei vergessen Sozis und Grüne gerne, dass sie quasi ihre gesamte politische Argumentation auf Witze über Dicke gebaut haben. Helmut Kohl-Ära. Das ist ja auch ein Tweet von dir. Das ist ein bisschen verloren gegangen. So, aber was sie sagen ist, wenn du irgendetwas sagst über Personen aus unserem Lager, dann ist das, drücken sie es in die Nähe einer Straftat. Und ich kann nur immer sagen, man muss sich nicht wundern, wenn diese Leute eines Tages das, was sie heute in die Nähe einer Straftat drücken, irgendwann genauso verfolgen wollen wie Straftaten. Das ist das, was ich in diesem Lager sehe. Sie haben zwei Mechanismen, entweder persönliche, charakterliche Vernichtung oder zunehmender Verfolgungsdruck auf Meinungen, die nicht ihre Meinung sind. Das ist das, was sie verfolgen. Und warum tun sie das? Genau, mit Mitteln, die nicht Argumente sind. Keine Leute überzeugen können. Und wenn ich keine Menschen überzeugen kann, wenn ich keine Mehrheiten gewinnen kann, muss ich die Mehrheit halt in dem, was sie äußert und empfindet und was ihr wichtig ist, unterdrücken. Ist es, ich habe oft den Eindruck, dass vor allen Dingen von links immer nach Verboten geschrien wird. Ne? Also es soll so eine idealisierte Welt hergestellt werden über Gesetze und Regeln, ne? Die dann auch strafbewehrt sind. Im Fall jetzt Ricarda Lang, die ist, glaube ich, 28, die hat wahrscheinlich keine Witze über Helmut Kohl gemacht. Die Zeiten haben sich auch geändert. Ich glaube, ist auch okay, dass man jetzt vielleicht Leute nicht mehr ganz so angeht aufgrund ihrer körperlichen Konstitution. Absolut, aber man sollte vielleicht anerkennen, dass man es konzeptionell über Jahrzehnte betrieben hat. Genau. Und es ist ja auch lustig. Bis zu einem gewissen Grad. Ich wollte mal kurz was zu Ricarda Lang sagen. Die Grünen fordern ja unter anderem Verzicht. Und ich glaube nicht, dass sich die Körperfülle von Ricarda Lang über Verzicht hergestellt hat. Ja? Die ist ja im Grunde ein menschliches SUV. Also. Aber die nimmt ja den Platz ein, die hat ja einen CO2-Abdruck wie drei herkömmliche Menschen. Ja? Ist das nicht. Naja, die ist ein entgrenzter Körper. Also sagen wir es so, ich glaube, das, was du da beschreibst, in vielleicht nicht ganz dieser radikalen Zuspitzung, ist das, was viele Menschen empfinden, wenn die Grünen sie zum Verzicht aufrufen. Ja. Oder? Ja. Das mag durchaus so sein. Also das und was auch auffällt, ist, wenn die unser Leben regeln will, ne, in der Politik. Aber noch nicht mal ihren Körper geregelt kriegt, so ein bisschen. Ich glaube, die Grünen sind viel zu radikal und gefährlich, als dass man sich an diesem Beispiel, an dem man ja immer nur verlieren kann. Es ist ja vollkommen klar, dass ich keine Sympathie mehr gewinne, indem ich mich in dieses Feld verlagere. Es ist ja vollkommen klar, dass ich keine politische Debatte mehr gewinne, indem ich über Ricarda Lang und ihr Aussehen rede. Man kann ja da über ganz andere Themen reden. Man kann darüber reden, dass unser Wirtschaftsminister Robert Habeck, der philosophische, leicht wuschelige Robi, den alle so toll finden, der George Clooney, der Politik, der sich auf den Boden setzt und ganz Boden und dann in Insta-Videos erklärt, warum er das dann so macht, dass der jetzt gesagt hat,
Atomkraftwerke will er nicht, also sichere Energie für Deutsche will er nicht, aber er hat eine gute Idee. Erstens nur noch kaltes Wasser verwenden und zweitens, das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel, hat er jetzt einen Ratgeber rausgegeben, wie wir sein politisches Versagen kompensieren wollen. Und zwar hat er gesagt, und das steht da tatsächlich wörtlich so, dass ein großer Fernseher im Wohnzimmer und auf der Stromrechnung doch kein schönes Bild ergibt. Ja, also um das eigene politische Versagen zu kompensieren, tragen die Grünen jetzt die Flatscreens aus den deutschen Wohnzimmern raus und sagen mir, wie ich mein Wohnzimmer einzurichten habe. Ja, da muss ich ja nicht über Ricarda Lang reden, das sind Verrückte. Das ist das, was man Ideologie nennt. In so einen kleinen Fernseher passt doch die Ricarda Lang gar nicht mehr rein. Die kann ich dann nur noch ausschnittweise sehen. Oh Mann. Hirschhausen hat ja kürzlich in einer Talkshow gefordert, dass wenn man seine Stromrechnung kriegt, dass da drauf steht, ihr Nachbar hat 25% weniger Strom verbraucht. Was ist los mit Ihnen? Dass da so ein gewisser sozialer Druck aufgebaut wird. Das ist aber schon was, wo du wahrscheinlich was anfangen könntest, das oder? Das sind klassische Methoden von untergehenden Ideologien. Ganz einfach. Ja, und das ist nichts anderes als, das sind sozialistische Ideen, müssen Menschen immer dazu zwingen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen, damit ihre Idee vielleicht noch funktionieren kann. Am Ende funktioniert sie dann doch trotzdem nicht. Oder sie müssen über das Mittel Denunziation und Druck, also wir haben den Druck ja schon bei den SUVs erlebt. Ächtung. Wer ein SUV fährt, ist ein Klimaschwein und will eigentlich, dass unsere Kinder ertrinken. Als nächstes werden wir erleben, wenn mein Flatscreen zu groß ist, bin ich dafür verantwortlich, dass Menschen erfrieren, weil ich ja zu viel Energie mit meinem Flatscreen verbraucht habe. Nee, da bist du schuld daran, dass in der Ukraine Menschen sterben. Auch das, also wer gegen Tempolimit ist, ist ja tatsächlich, das ist ja nicht mal ausgedacht, da sind wir wieder bei Ricarda Lang. Ricarda Lang argumentiert, wer gegen Tempolimit ist, ist quasi für Putin und Völkermord in der Ukraine. Na klar, weil wir das Öl da kaufen. Das ist einer der beliebtesten Propagandamechanismen von allen Ideologen und Ideologen scheitern, immer von allen scheiternden Ideologen. Wer gegen uns ist, bringt den Tod. Der politische Gegner bringt den Tod. Ja. Es wird irgendwann vollkommen absurd, weil wenn ich für Flatscreen bin, erfriert davon ja keiner. Aber sie sind sich auch nicht zu dämlich, um solche Sachen zu behaupten. Und das Irre ist, dass sie in so urbanen Milieus wie gewisse Stadtteile von Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, damit tatsächlich in einer so unendlich reichen Welt auf Zustimmung treffen. Dass Leute glauben, sie können sich selber dadurch auswerten, indem sie in Marzahn den Flatscreen verbieten. Ja, Virtue Signaling ist da so ein bisschen Stichwort. Ne? Man will eben auf der richtigen Seite stehen. Ja. Und ich habe ein bisschen den Eindruck in Deutschland immer, dass die Leute, die früher vielleicht, oder sagen wir mal, die Leute, die heute so unbedingt auf der richtigen Seite stehen wollen, dass die das mit dem gleichen feuchten Eifer auch in einem anderen Regime, das wir in Deutschland mal hatten, gemacht hätten. Hauptsache auf der gerade populären Seite stehen. Also ne? ich würde immer direkte Vergleiche zwischen Regimen meiden. Aber ich glaube, als ein Land, das sich ja zwei Dinge geschworen hat, während den Anfängen und nie wieder, dass wir Dinge, die wir uns geschworen haben, vielleicht achten und würdigen sollten. Nie wieder kann man inzwischen vergessen, glaube ich, nach dem, was in der Ukraine gerade passiert und was wir beim Thema Antisemitismus in Deutschland erleben. Also nie wieder haben wir längst abgeschrieben. Jeden Tag gerne wieder. Könnte man da sagen, ja, nicht mehr so oft oder nur noch auf der Documenta oder nur noch als Satire oder Holocaust. Auf der Documenta. Nicht mehr so oft. So. Deutschland. Aber das während den Anfängen ist halt interessant, weil während den Anfängen heißt ja logischerweise, dass man darauf achten muss, wo Mechanismen entstehen. Und die wenigsten totalitären Geister sind in der Geschichte der Welt angetreten, indem sie gesagt haben, guten Tag, ich bin ein totalitärer Geist, ich würde sie gerne unterdrücken und ihnen sagen, wie sie zu leben haben, und wenn sie nicht mitmachen, dann wird uns schon was einfallen, wie wir mit denen umgehen. Totalitäre Geister kommen immer, indem sie die bessere Welt versprechen, indem sie für das Schöne und Gute, für Austausch, für Frieden und so weiter stehen. Beliebter russischer Kommunikationsmechanismus auch. Und diese totalitären Anflüge sind natürlich ganz leicht zu erkennen bei den Grünen, also vielleicht weniger noch bei Habeck und Baerbock, das ist sozusagen das freundliche, leicht verwuschelte Gesicht, verwuschelt jetzt bei Robert Habeck, der sich dann an aber Hitler sah ja auch süß aus und später waren wir ziemlich enttäuscht. Wie gesagt, ich glaube, man wird der Ernsthaftigkeit der Debatte nicht gerecht, indem man es mit diesen Vergleichen kaputt macht. Ja. Niemand ist Hitler, niemand ist vergleichbar damit. Das heißt nicht, dass es nicht einen ausgeprägten totalitären, repressiven Geist Übertreibung macht anschaulich. Innerhalb unserer Regierung. Aber immer zum Thema Tempolimit. Ging es da nicht auch anders? Ich meine, Deutschland ist das einzige Land auf der ganzen Welt,
wo man so schnell fahren darf, wo man, wie man will, auf einigen Strecken. Das ist ja dann längst nicht überall, ne? Also zum Beispiel vor Kindergärten und so weiter ja nicht, ne? Und auch nicht auf allen Autobahnen. Aber man könnte das auch mal mit Freiwilligkeit probieren. Ja, du kannst ja vielleicht dann, vielleicht kriegst du ja eine Kfz-Steuerbefreiung, wenn du dir dein Auto auf 130 limitieren lässt. Der Staat sollte auch keine Belohnungsmechanismen auf Steuerkosten einsetzen für Dinge, die er für richtig hält, sondern der Staat sollte gesetzlich regeln, wofür er ein Mandat hat. Wir wählen ja Menschen, die sagen vorher, was sie machen wollen, und dann wählen wir sie. Und daraus kann man ja ein Mandat ableiten. Ein Tempolimit in Deutschland hat niemand gewählt, niemand ist angetreten und hat gesagt... Aber niemand stimmt ja nicht, die Grünen sind ja in der Regierungsverantwortung. Ja, das stimmt, sie sind in der Regierungsverantwortung. Sie haben 15%, 85% der Menschen haben die Grünen nicht gewählt. Daraus kann man ja kein Mandat für Tempolimit ableiten. Na, aber was können sie denn dann überhaupt ein Mandat ableiten, wenn sie sind doch in der Regierung? Das ist ja genau der entscheidende Punkt. Die Grünen sind zwar in der Regierung über unser Wahlrecht, und das ist ja auch vollkommen legitim, aber haben sie ein Mandat für ihre radikalen Ideen? Da würde ich sagen, ganz klar nein. Sie haben es gibt für kaum eine grüne Idee, nehmen wir die beliebteste grüne Idee, der Atomausstieg, ja, den übrigens auch niemand auf der Welt macht. Ja, also da wir kaufen jetzt ja dann, wir schalten die sicheren deutschen Atomkraftwerke ab und kaufen dann aus ukrainischen Atomkraftwerken den Strom. 60% der Deutschen sind dafür, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, und die Grünen meinen, sie haben ein Mandat dafür, sie abzuschalten. 60%, wirklich, woher kommen die Zahlen? Weil mein Vater ist in der Atomwirtschaft, und ich hatte immer den Eindruck, dass das wirklich keiner will. Also ich glaube, also diese Zahlen legen im Moment rasant zu, je näher der Winter kommt, und ich würde mal sagen, im Winter sind wir ungefähr bei 95%. So, ja, aber es stimmt ja tatsächlich, für Atomstrom muss in der Ukraine niemand sterben. Und die Frage ist ein bisschen, woher kommt der Strom, wenn wir Kohle abschalten? Nirgendwo mehr. Das ist ja das. Gas, das ist das, was Öl, bla. Also es gibt wollen. Ja immer, wie in allen totalitären Ideologien und Regimen, kommt es ja immer irgendwann zum Schwur und zu dem Moment, wo die Leute merken, man hat uns zwar gesagt, es gibt hier Bananen und Orangen im Laden, aber wenn man mal reingeht, sind da gar keine Bananen und Orangen. Und genauso haben uns die Grünen ja gesagt, wir werden durch den Atomausstieg erstens reicher, weil dann die große Innovationsoffensive bei den erneuerbaren Energien kommt, und das wird neue Jobs schaffen und so weiter und so fort. Und zweitens, wir werden weiter genug Strom haben. Wir werden im Winter merken, wir sind ärmer geworden und wir haben nicht mehr genug Strom. Da bricht dann eine Ideologie zusammen. Ja, wir kaufen den Strom dann aus Frankreich. Wir werden im Winter, ich glaube, das machen sich die meisten Menschen noch nicht bewusst, wir werden im Winter nicht mehr genug Strom und Energie haben für die Heizung. Wir werden über Rationierung von Strom und Wärme reden. Du meinst wirklich, dass der Strom abgeschaltet wird für Stunden? Sagen, ja? Wann wir das Licht auszuschalten haben. Da bist du dir sicher? Da bin ich mir sicher. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Ob das Statement darauf, gut altert. Die grünen Wähler das in Prenzlauer Berg finden, wenn man nicht auf einmal sagt, dass um 16.30 Uhr Schluss mit Strom ist. Ja, da müssen die früher ins Bett, ne? Man verliert die Nacht und gewinnt den Tag. aber wir kaufen doch dann immer Strom aus anderen Ländern, wenn wir selbst nicht genug haben. Ist es nicht so, aus Atomstrom aus Frankreich, aus Polen? Das stimmt. Das setzt aber erstmal voraus, das ist ja ein extrem komplexer Mechanismus, also um von Leuten etwas zu kaufen, setzt immer voraus, dass die genug haben. Und ich glaube, dass wir im Winter eine europäische Energiekrise und ein Every-Man-for-Himself-Moment erleben werden, in dem alle europäischen Länder, die Briten haben es ja schon angekündigt, sagen werden, das tut uns leid, wir können im Moment keine Energie exportieren. Also du meinst, hier werden die Batteriekriege losgehen? Ich weiß nicht, ob ich da über Kriege sprechen würde, aber ich glaube, wir machen uns alle keine Vorstellung davon, was es auch gesellschaftlich bedeutet, wenn die deutsche Industrie runtergefahren wird. Dann sind wir sehr schnell im Bereich der schweren Unruhen auf jeden Fall. Könnten wir denn nicht die Gaslieferungen aus Russland durch Atomstrom kompensieren? Theoretisch? Also inwieweit man Dinge kommt, also es gibt ja, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, Verstromung von Gas. Gas wird zur Energiegewinnung eingesetzt. Das heißt, den Anteil könnte man zumindest in Teilen versuchen zu kompensieren über Atomenergie. Und umgekehrt ist es auch so, das, was ich an Atomenergie für Strom habe, muss ich nicht mehr durch verstromtes Gas ersetzen. Es wird aber, glaube ich, in der gesamten Breite aller Energieträger einen Zusammenbruch der Energieversorgung geben.
Und das übrigens, unser wundervoller Wirtschaftsminister hat das ja auch schon angekündigt. Er hat von einem Lehman Brothers Effekt, da sind wir wieder bei Kiste mit Topfpflanze raustragen, Lehman Brothers Effekt im deutschen Energiemarkt gesprochen. Das heißt nichts anderes als Zusammenbruch des deutschen Energiemarkts. Und wie gesagt, Energie ist so ein bisschen, es ist ja so, wenn man sich den kleinen Zeh verstaucht, ja, übel verstaucht, dann merkt man ja auf einmal, wie wahnsinnig wichtig der kleine Zeh ist, um geradeaus zu gehen, sich gut zu fühlen, sich unbeeinträchtigt zu fühlen und so weiter. Wenn der kleine Zeh nicht verstaucht ist, merkt man nie die Bedeutung des kleinen Zehs. Und sehr ähnlich ist das auch bei Energieversorgung. Wir sind ja alle damit groß geworden, dass wir was in die Steckdose stecken und dann kommt da Strom, dann lädt das Handy halt. Ja? Was ist eigentlich, wenn das Handy nicht mehr lädt? Was ist eigentlich, wenn BASF keine Energie mehr hat und die x-tausend Menschen, die da arbeiten, auf einmal beschäftigungslos, nutzlos und frustriert vor der Schule der Kinder rumstehen? Das sind alle Situationen, die Deutschland noch nicht erlebt hat. Und, also nutzlos Jahr, vor der Schule rumstehen kenne ich. als Schüler. aber das sind Situationen, die... wir dank der Grünen jetzt in diesem Winter das erste Mal erleben werden. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie groß die Begeisterung für die Grünen dann selbst im grünen Milieu noch ist. Ja, die sind ja jetzt schon ein bisschen in der Realität angekommen, ne? Und müssen diskutieren, ob Atomkraftwerke länger laufen. Ich wundere mich, dass sie nicht Elon Musk folgen und neue bauen, so wie Polen und Frankreich das die ganze Zeit machen. Nein, ne? Das Irre ist ja, dass selbst die EU und selbst die Grünen im EU-Parlament Atomkraft als nachhaltige Energie anerkannt haben. Aber hier kommt der entscheidende Punkt. Die Grünen waren nie eine Klimaschutzbewegung, sondern eine Anti-Atom-Bewegung. Genau. Die Grünen sind mächtig geworden, indem sie den Menschen erzählt haben, indem sie quasi dafür gesorgt haben, dass Kinder die Wolke lesen mussten und dann die letzten Kinder von Schevenborn und das Atomkraftwerk wurde mit der Atombombe gleichgesetzt und Fukushima war ein Atomunfall, der tausende Menschen das Leben gekostet hat. Das war eine Flutwelle und kein Atomunfall. Die Macht der Grünen ist auf Angst vor Atomkraftwerken gebaut. Deswegen, allgemein auch aus Angst und, ne? und Technikfeindlichkeit. Genau, Angst, Technikfeindlichkeit. So, und jetzt stehen sie vor der Situation, die Grünen wissen ja, dass es nicht genug Strom gibt. Also schicken sie entweder Millionen Deutsche in die Arbeitslosigkeit oder sich selber in die Arbeitslosigkeit. Wenn sie nämlich Atomstrom zustimmen würden, würde ihnen die Basis wegbrechen und damit würden ihnen ihre schönen Ministerjobs wegbrechen. Und das, was die Deutschen auch realisieren werden, ist, die Grünen haben sich entschieden, Millionen Deutsche in die Arbeitslosigkeit zu schicken, bevor Annalena und Robi in die Arbeitslosigkeit gehen. Stichwort Annalena. Da war man ja völlig entsetzt eigentlich, als man ihren Wahlkampf gesehen hat. Ist dann trotzdem gewählt worden, ist jetzt Außenministerin. Aber als Außenministerin macht sie kein so schlechtes Bild, oder? Als Außenministerin macht sie ein, ich würde mal sagen, in der B-Note anständiges Bild. Was wir natürlich gerade wieder erleben, ist, dass Außenpolitik nicht mehr im Außenministerium liegt. Und deswegen ist auch am Ende vollkommen wurscht ist, was der Außenminister sagt oder macht. Außenpolitik ist eine der Kompetenzen, die Angela Merkel ins Kanzleramt gezogen hat, da liegen sie weiter. Und und Annalena Baerbock kann noch so sehr für Waffen und Panzer für die Ukraine sein. Wenn Olaf Scholz in seiner brillanten Rhetorik sagt nö, dann ist halt nö. Und im Moment ist für die Ukraine halt nö. Und naja, ein bisschen deswegen, was kommt ja, die Panzerhaubitze 2000 ist jetzt am Start. Ne? 2000 ich glaube 10 Stück oder so. Ne? Ja. Da freuen sich die Ukrainer auch drüber. Aber es kommt mir wenig vor, 10. Ja. Gegen Russland. Man muss ja nur auf eine Landkarte gucken, da sieht man dann die Ukraine, dann guckt man, was ist links von der Ukraine. Drittgrößte Land der Welt, glaube ich, ne? Sehr groß und vor allem sehr wichtig für die Ernährung der Welt. Aber wenn man auf die Landkarte guckt und die Ukraine sieht, dann muss man mit dem Finger nach links fahren und dann sieht man, da kommt Polen. Und wenn man dann nochmal mit dem Finger nach links fährt, kommt da Deutschland. Und wenn man jetzt die Vorwärtsbewegung von Wladimir Putin in den letzten Jahren betrachtet hat, weiß man, dass da dann nicht mehr viel Platz ist zwischen der Ukraine und uns und dass schon bei Polen die NATO anfängt. Und da gibt es ja den schönen Satz, sterben für Danzig. Sobald Wladimir Putin noch einen Schöne Schritt Satz. Weiter geht, wir uns dann entscheiden müssen, wollen wir jetzt eigentlich einen Atomkrieg für Danzig, wenn wir ihn nicht in der Ukraine stoppen. Und ich glaube, der Atomkrieg für Danzig wäre in Deutschland immer noch sehr, sehr, sehr schwer vermittelbar. Und ich glaube, das ist was den meisten Menschen noch nicht ganz bewusst ist. Atomkraftwerke gibt es nicht, aber Atomkrieg. Man muss Ideologen
egal ob Grün oder Kreml oder wem auch immer, immer glauben, was sie sagen. Weil die sagen immer, was sie wollen. Und Wladimir Putin hat das auch ganz klar gesagt. Wladimir Putin liebt die Sowjetunion in den Grenzen seiner schönsten Zeit. Nämlich als KGB-Agent in Ostdeutschland. Und wenn wir da mal auf die Karte von damals gucken, kennen wir alle aus dem Dirke-Weltatlas, da endete das Land, was Wladimir Putin sich vorstellt, in Helmstedt. Ja. So. Du meinst, der will die DDR zurück? Wladimir Putin will die Sowjetunion, das hat er in den alten Grenzen. In den alten Grenzen. Also du meinst auch inklusive Ostdeutschland, ja? Das ist das, was er am liebsten hätte. Ja, schon irgendwie, ne? Und vielleicht auch noch den Rest dazu, ne? Vielleicht auch noch ein bisschen mehr? Naja, oder? Also wenn man schon mal dabei ist, dann bei Welteroberungsplänen, dann... Bloß mit seiner Elendsarmee wird er das nicht hinkriegen, oder? Mit seiner Elendsarmee nicht, aber ich glaube auch da sind wir in den letzten Wochen viel zu sehr auf das hereingefallen, was sich Journalisten in Berlin und Politiker in Berlin, Putin hat sich verkalkuliert, Putin hat sich verschätzt. Putin ist halt leider immer noch die größte Atommacht der Welt und er hat genug Waffensysteme, die leider auch in der Lage sind, den Raum... Glaubst du denn, die funktionieren? Ich habe mich nämlich gefragt, als wir alle Angst hatten, Putin droht mit Atomkrieg, warum drohen wir denn hier einfach zurück? Weil unsere Atomwaffen funktionieren auch. Wenn das du da anrufst, genau fliegen die auf den Kreml und seine sind wahrscheinlich festgerostet, die Typen sind besoffen. Warum drohen wir nicht zurück, ist genau die entscheidende Frage. Und soll ich sie dir beantworten? Weil das vielleicht nicht so diplomatisch ist? Nein, weil wir nicht mit Sachen drohen wollen, von denen wir wissen, dass wir gar nicht mehr bereit dazu sind. So, und das ist genau Putin. Putin hat durchschaut, dass der Westen zu dem Versprechen, was uns sicher gehalten hat, dem nuklearen Gegenschlag, in keiner Weise mehr bereit ist. Wenn du dir die Debatten in Deutschland anguckst und sagst, also sagen wir mal angenommen, Wladimir Putin lässt es mal drauf ankommen und greift Fulda an. Fulda ist ja ein schönes Beispiel. In Fulda hätte er die große Schlacht im Kalten Krieg stattgefunden. Wladimir Putin greift Fulda. Das ist so ein Name auch, Fulda. Fulda-Gap. Also deswegen einfach mal, ist schade um Fulda jetzt, aber mal einfach mal als Beispiel. Sorry, Wladimir Fulda. Putin greift Fulda an. Nur mit einem taktischen Atomschlag. Mit einem Grenzen-Atomschlag. Glauben wir dann ernsthaft, und das darf man nie vergessen, der Atomkrieg beginnt nicht mit dem Erstschlag, sondern mit dem Zweitschlag. Der Zweitschlag ist das, was uns alle in die nukleare Katastrophe treibt. Glauben wir, es gäbe in Deutschland und innerhalb der NATO eine klare Mehrheit zu sagen, Wladimir Putin hat Fulda angegriffen, Fulda hat so und so viele Einwohner, es gab so und so viele Tote, wir müssen jetzt auf der Landkarte in Russland uns eine Stadt aussuchen, die genauso groß ist und die nuklear vernichten. Ich glaube ja. Ganz sicher nicht. Klar, du kannst ihm das doch nicht, genauso wie wem das, du siehst ja auch jetzt ein bisschen mit... Aber zeig mir doch mal einen Menschen in unserer wundervollen Hauptstadt, der bereit wäre, in die nukleare Katastrophe zu gehen, um NATO Artikel 5 aufrechtzuerhalten. Aber spielt da Deutschland jetzt die ganz große Rolle? Machen das nicht die Amerikaner? Also macht das nicht Frankreich? Ich glaube, dass es in dem Moment zu einer enormen Spaltung innerhalb der NATO käme zwischen Staaten, die bereit sind, Staaten, die nicht bereit sind. Jetzt kommt aber ein weiterer entscheidender Punkt. Angenommen, ich sitze in San Francisco und bin da ja relativ gut geschützt von Pazifik auf der einen, Atlantik auf der anderen Seite und habe mit den Germans nichts zu tun. Die haben die Welt schon zweimal ins Grauen gestürzt und jetzt greift der Putin da den Fulda an. Wollen wir alle echt für die Nazis sterben? Und die Deutschen haben die letzten 20 Jahre ihre Rechnung bei der NATO nicht bezahlt, um ein ganz schönes Trump-Argument zu benutzen. So, dann frage ich mich doch in San Francisco, gut, wenn wir jetzt nichts machen, dann bleibt es weiter schön in San Francisco und in Europa wird es gerade ein bisschen frostig. Aber wenn wir jetzt zurückschlagen, dann sprechen wir halt über strategische Atomwaffen, die auf San Francisco fliegen. Will ich das eigentlich? Aber das war ja auch im Kalten Krieg auch immer die Frage, ob die Amerikaner den Atomkrieg begonnen hätten, wenn die Russen in Ost-Berlin reingekommen wären. Sagen wir so, das war bis Ende des Kalten Krieges und einige Jahre danach zumindest ein deutlich glaubwürdigeres Drohszenario, was die Sowjets geglaubt haben. Und ich bin der Überzeugung, dass Wladimir Putin das nicht mehr glaubt und sich deswegen so verhält, wie er verhält und sich an dieser Eskalation auch immer weiter rantastet. Mal ein genozidales Massaker in Butscha, mal mit seinen stärksten Raketen ein Einkaufszentrum auslöschen und immer gucken, machen die jetzt eigentlich was? Weil sie haben ja immer Sachen versprochen. Aber du meinst, ob sie in den Krieg eingreifen, ja? Wladimir Putin testet immer durch noch größere Unzumutbarkeiten aus, welche Unzumutbarkeiten wir uns zumuten lassen. Als er Tschernobyl da so ein bisschen beschossen hat, hätte man nicht da schon sagen müssen, wenn du es nochmal machst, machen wir eine Flugverbotszone über den Atomkraftwerken der Ukraine?
Ich denke mal, dass er dieses Tschernobyl-Szenario, was Wladimir Putin dabei herbeigeführt hat, genau dem gedient hat. Machen die eigentlich was, wenn ich das berühmteste Atomkraftwerk der Welt drohe einzuäschern? Ja, und damit haben die ja schon mal erlebt. Genau. So, und die Hätten Antwort, wir da nicht eigentlich reagieren müssen? Die Antwort, die wir gegeben haben, war doch, wir machen nichts. Es kommt eine internationale Atomenergiebehörde mit einem Vorsitzenden, von dem noch nie jemand was gehört hat, und sagt, das ist aber eine schreckliche Eskalation, das ist inakzeptabel. Inakzeptabel heißt aber, wir akzeptieren es. Ja, aber das hat mich tatsächlich auch gewundert. Man hätte doch drohen können, wenn es nochmal passiert, Flugverbotszone. Das ist ja noch eine relativ lange Eskalation, die man da ankündigt. Aber ist gar nichts passiert, ne? Und genau das ist Wladimir Putins Kalkül. Probieren, ob was passiert, bis was passiert. Bloß, ich habe mich gefragt, wenn so ein Hitzkopf wie ich jetzt da Diplomat wäre, ob das gut wäre, wenn man ihm jetzt sofort zurückdroht und damit natürlich dann näher an den Rand eines Atomkriegs kommt. Das ist ja immer die große philosophische Frage der Abschreckung war ja immer, und Grüne haben sie aus meiner Sicht immer falsch beantwortet, führt maximale glaubwürdige Abschreckung näher an den Atomkrieg oder weiter weg vom Atomkrieg? Die letzten 70 Jahre ungefähr haben uns gelehrt, dass uns das beschützt hat vor Atomkrieg, und dass es diese glaubwürdige Abschreckung jetzt nicht mehr gibt, hat uns nach meinem Empfinden näher rangeführt. Aber da muss man ja den Grünen auch lassen, dass sie da jetzt zum Umdenken bereit waren. Ich meine, du hast es eben erwähnt, Baerbock ist für Waffenlieferungen. Das ist ja auch schon ein großer Schritt für die Grünen. Die waren ja auch nicht immer nur Anti-Atom-Partei, die waren ja auch mal Friedenspartei. Ja, das stimmt. Also die Grünen waren, das muss man ihnen absolut lassen, beim Thema Putin, Nord Stream, Energiepolitik als Waffe, immer extrem klarsichtig. Die haben immer gesehen, warum Putin das macht. Sie haben nur leider die absolut falsche Konsequenz daraus gezogen mit dem Atomausstieg. Die Konsequenz daraus wäre gewesen, eine nachhaltige, nicht CO2-intensive oder fast CO2-freie Energie, die uns quasi unbegrenzt Energie liefert, in den Mittelpunkt von Innovation und Forschung zu stellen. Und sie haben das Gegenteil getan. Insofern, zu der strategischen Abhängigkeit, in der wir jetzt leider sitzen, haben die Grünen historisch beigetragen, auch wenn sie Putin immer richtig eingeschätzt haben. Hast du das kommen sehen mit der Ukraine? Mit Merkels Verhalten und so weiter, ja. die sich da immer ja? Ja. Das war, also was heißt, ich habe es kommen sehen? Ich habe einfach aufmerksam zugehört, was Putin angekündigt hat. Und ich habe ja als Reporter mehrere Jahre in Syrien verbracht und da sozusagen erlebt, wie skrupellos Wladimir Putin bereit ist, für seine strategischen Interessen Waffengewalt einzusetzen. Und deswegen war mir war immer klar, dass Putin alles meint, was er sagt. Und er hat es halt einfach angekündigt. Deswegen dieses Ganze, wir haben uns in Putin getäuscht. Es hat sich niemand in Putin getäuscht. Die Leute, die Putin-Abhängigkeit propagiert haben, waren keine Unschuldigen, die belogen oder getäuscht wurden, sondern meistens haben sie nach eigenen Interessen gehandelt und dabei übergeordnete Interessen unseres Landes, aber auch Europas ganz glasklar verraten. Ja, man wollte das einfach nicht sehen. Ne? Man wollte mit Russland einfach keinen Zoff und Merkel vor allen Dingen. Ne? Ja. Ich meine, sie muss hat auch ja sagen, es gibt keine Mehrheit in Deutschland für konfrontatives Verhalten gegenüber Russland. Die Deutschen haben aus ihrer Geschichte heraus ein sehr seltsames, sehr rührseliges, sehr romantisches Bild von Einigkeit mit Russland. Ich glaube auch, dass es in Deutschland immer noch eine Stimmung gibt, die sozusagen diesen starken, den starken Mann, der alles regelt, à la Wladimir Putin, jetzt nicht unbedingt ablehnt. Man sieht das ja auch gegenüber China, ja. Denn man hört in Deutschland ganz oft, ja, in China wird das in einem Jahr gebaut. Ja, also ja. Der starke Staat, bestehend aus einer Partei oder einem Menschen, der alles regelt, hat in Deutschland auch immer noch Sympathien. Es gab in Deutschland, das muss man auch ganz klar sagen, für klare, konfrontative Politik gegenüber Putin keine Mehrheit. Es gab durchaus gesellschaftlich, so hat es sich zumindest angefühlt, gesellschaftliche Mehrheit für Energieamputation in Deutschland, also Abschied von der Atomenergie und Energieabhängigkeit von jemandem, von dem ja immer klar war, dass er ein Schlechter ist.
Und meinst du, dass Merkel sich damit Schuld beladen hat, dass, als sie so super proaktiv dafür gesorgt hat, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt? Also sagen wir so, oder, es gibt in Merkel, wenn man jetzt auf Merkels Kanzlerschaft oder war das sagen wir mal Stimmenfang von ihr entgegen ihrer eigenen Überzeugungen? Also wenn man jetzt auf Merkels Kanzlerschaft, die von nahezu allen deutschen Medien ja auch einfach katastrophal falsch beschrieben worden ist, ja, katastrophal naiv, katastrophal propagandistisch. Das war ein Fanclub eigentlich, ne? Es war ein reiner Fanclub, also Berliner Merkel-Berichterstatter waren ein Merkel-Fanclub. Das ist ein großes Versagen des deutschen, historisches Versagen des deutschen Journalismus. Wenn ich auf die Entscheidung von Merkel zurückblicke, und ich muss sagen, ich habe die auch in der Zeit schon immer genauso gesehen, fällt es mir schwer, all ihre verheerenden, für Deutschland katastrophalen Fehlentscheidungen mir einfach nur durch Naivität oder Bad Judgment zu erklären. Ich kann mir nicht erklären, woher das kommt. Ich glaube, manche Dinge haben was mit Sozialisierung zu tun. Ich glaube, wenn man unter dem KGB und diesen Leuten groß geworden ist und sich damit irgendwie arrangiert hat, dann denkt man vielleicht immer, man kann sich auch weiter mit denen arrangieren und man kann, eins von Merkels Lieblingsargumenten war ja immer, selbst im Kalten Krieg haben die Russen immer Gas geliefert oder immer Energie geliefert, ja, man konnte sich da auf die verlassen. Wir hatten es immer warm. Ja, genau. Und aber was genau sie in diese Politik getrieben hat, die für Deutschland, also das muss man wirklich sagen, doppelt lebensgefährlich ist. Lebensgefährlich als Wirtschaftsstandort. Ja, diese Energieabhängigkeit kann unseren Wirtschaftsstandort auslöschen auf Jahre und Jahrzehnte. Der aber auch militärisch gefährlich ist, weil wir uns hier jetzt in einem Krieg an der Schwelle zum Nuklearkrieg mit Russland befinden. Zumindest unser Verbündeter oder wie auch immer man es nennen möchte, die Ukraine. Merkel hat Deutschland einfach im doppelten Sinne einem Auslöschungsrisiko preisgegeben. Und ich habe für die Motive, weil es so offenkundig war, was sie da tut und wie falsch das ist, was sie da tut, ich habe für die Motive keine zufriedenstellende Erklärung, muss ich sagen. Sie hat, warum hat sie die Bundeswehr nicht gemäß der von Deutschland ja ratifizierten NATO-Verträge aufgerüstet? Da geht es, glaube ich, um 2% des Bruttosozialprodukts im Jahr, die ja in Militär oder in die NATO investiert werden müssen. Und Trump hat das ja zu Recht angemahnt. Ne? Ich habe mich das als Kind schon gefragt, warum die Amerikaner uns verteidigen. Gut, da war ich jetzt geopolitisch auch noch nicht ganz so auf der Höhe, wie ich jetzt auch noch nicht so ganz bin, aber es ist ja klar, dass man, wenn man schon nicht seinen eigenen Arsch da hinhält, dann wenigstens die Leute bezahlen muss, die das für einen machen. Und sie hat ja Trump einfach belächelt, wenn der diese 2% gefordert hat, und die deutsche Presse hat das bejubelt, ne? So, tja, kommt der Trump wieder an mit seinem Militarismus, ja, und so. Aber in dem Punkt, Trump ist ein Clown, aber da hatte der ja total recht. Und jetzt fällt das ja allen auf, ne? Angela Merkel hat zwei Dinge gemacht, für die wir vermutlich noch lange nach Erklärungen suchen werden. Erstens hat sie linke Politik gemacht. Da fragt sich die CDU bis heute, warum. Man muss allerdings sagen, dass die CDU es mitgetragen hat. Wahrscheinlich um den linken Parteien Wähler zu jagen, oder? Ist eine mögliche Erklärung. Und zweitens hat sie Kreml-Politik gemacht. Und da fragt sich jetzt die ganze Welt, warum sie das eigentlich gemacht hat. Und aber erst jetzt, keine Erklärung, ne? Dafür. Ja, erstaunlicherweise erst vorher jetzt. Vorher waren die von ihrem Charme. Aber daran sieht man auch, das ist ja ein Versagen, was es nicht nur in unseren Eliten und in unserer Hauptstadt gibt, ein Versagen des Journalismus, sondern was es überall in westlichen Demokratien gegeben hat, dass Journalisten sich verabschiedet haben von dem Gedanken, dass Journalismus Anti-Establishment sein sollte. Journalismus war früher ein Quereinsteiger, nörgeliger Außenseiterberuf für Leute, die Spaß daran hatten, das Establishment zu kritisieren. Und Journalismus ist heute der ultimative Establishment-Beruf geworden. Und das hat zu politisch-medialen Bubbles in Washington, in Paris, in New York. Sprichst du über Ulf Poschardt? Na, ich würde wenn du sagen, Establishment sprichst. Ich glaube, Ulf Poschardt ist ein radikaler Anti-Establishment-Journalist. Im Ferrari, ja, natürlich. Aber man kann in jedem Auto, was man von seinem eigenen Geld bezahlt hat, Anti-Establishment sein und vor allem einen Glauben in sich tragen, dass Journalismus
nur dann gebraucht wird und nur überhaupt notwendig ist und für freie Gesellschaften auch wichtig ist als ein Anti-Establishment-Mechanismus. Und ich glaube, das, was ich beobachte, ist, dass das Establishment in Deutschland früher rechts war und die Presse links und deswegen war die Presse gegen das Establishment. Jetzt haben wir aber das Problem, dass das Establishment auf einmal links ist und die Journalisten sind noch linker und gemeinsam betrachten sie sich als gemeinschaftliches, großes Umbau- und Umerziehungsprogramm. Oh, ja, sie betrachten sich so als Volkserzieher. Ne? Genau, sieht man ja vor allen Dingen auch in der Öffentlichkeit. Und deswegen kann Robert Habeck vollkommen medial sozusagen ungestraft jetzt über die Flatscreen-Größe in deutschen Wohnzimmern bestimmen oder in der Corona-Politik. Kann er ja nicht. Kann man auf einmal, hat er ja nun mal so hingestellt. Mal gucken, wie repressiv die Rhetorik da noch wird. In der Corona-Politik haben wir ja erlebt, dass Medien und Politik gemeinsam zu einer repressiven Sprache fähig sind, die einfach nur noch furchterregend ist, die, wie man jetzt heute weiß, auch auf keinerlei Faktenbasis steht. Ja, ja, man kann dir verbieten, dass du nach Mecklenburg-Vorpommern einreist. Genau. Man kann aber nicht wem auch immer verbieten, nach Deutschland einzureisen. Richtig. Ohne Pass. Genauso ist es. Ich habe ein herrliches Erlebnis gehabt, von dem ich immer gerne erzähle. Und zwar war ich an Weihnachten, vorletzten Weihnachten in Hamburg, in Hamburg einkaufen, Weihnachtsgeschenke kaufen und wollte zu North Face, um eine Mütze zu kaufen. Und vor North Face war da eine lange Schlange und da wurden die Papiere bitte, Ausweise kontrolliert. Und ich habe mich dann natürlich brav angestellt, weil ich halt diese Mütze brauchte. Ich kam mir in der Schlange schon, ich habe das alles für kompletten Wahnsinn gehalten und ich glaube, das habe ich glaube ich auch immer deutlich gemacht und ich glaube, dass wir als auf diese Zeit zurückblicken werden als eine absolute dramatische Massenhysterie, die gefährlich ist, auch in der Präzedenz, die sie geschaffen hat für unsere Gesellschaft. So, ich stehe also in der Schlange und warte ein bisschen in der Kälte und irgendwann bin ich dran und dann steht da ein junger Mann und sagt, er würde gerne erst meinen Impfausweis sehen, digital natürlich, hat es natürlich, wird es niemals geben, ein digitales Impfzertifikat, also Verschwörungstheorie. Impfpflicht. So, also ich zeige mein digitales Impfzertifikat für was gekoppelt ist, mit welchen Apps auch immer, auf meinem Smartphone und muss dazu natürlich dann noch meinen Ausweis vorzeigen, weil es könnte ja sein, dass ich jemandem sein Smartphone geklaut und entschlüsselt habe, um dann illegal mich in den North Face Laden zu schmuggeln. Absolut möglich. So, also da steht dieser junge Herr vor mir und der es war erkennbar, dass der er möglicherweise nicht in Deutschland geboren ist. Also habe ich ihn gefragt, wo er herkommt. Er sagt Afghanistan. Und dann habe ich gesagt, seit wann er in Deutschland ist. Und er sagt, ja, seit 2016. Und da habe ich gedacht, ich betrachte das ja auch teilweise mit Humor. Wenn der zu Hause in Kandahar anruft, ja, und sagt, ich kontrolliere jetzt hier deutsche Ausweise. Ihr glaubt es nicht, ich bin ohne Ausweis nach Deutschland eingereist und stehe jetzt vor North Face und da steht dieser Hetzer von der Bild-Zeitung. Und jetzt kontrolliere ich seinen Ausweis, weil er eine Mütze kaufen will. Das kann man sich ja alles gar nicht mehr ausdenken. Ja, der ist ohne Ausweis eingereist und kann jetzt aber deinen Ausweis kontrollieren. Ja, hat sich komisch angefühlt. Ne? Aber ich glaube, einige der Maßnahmen, sagen wir so, die mussten das ja auch irgendwie wingen alles. Ne? Also das war jetzt irgendwie schon lange Zeit keine Pandemie mehr oder so. Ne? Und man musste so ein paar Sachen ausprobieren. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass die Maskenpflicht abgeschafft wird. Ich finde, die hätte man beibehalten können, weil die Leute später wieder daran zu gewöhnen, wird schwierig. Und dann gleichzeitig das 9-Euro-Ticket eingeführt für 3 Monate, sodass alle zusammengecrampt ohne Maske in irgendwelchen überfüllten Zügen hängen. Es ist noch schlimmer. Man schafft das Duschen ab und führt das 9-Euro-Ticket ein. Das ist noch schlimmer. Du hast das Duschen. Matze hat das Duschen abgeschafft. Und dann treffen wir uns alle auf Sylt oder was? Ja? Treffen wir uns alle auf Sylt mit dem 9-Euro-Ticket. Und stecken uns an. Ja, hast du Corona gehabt? Also ich weiß nicht, also ich glaube nicht. Ich habe aber auch, wo immer es geht, muss ich sagen, mich versucht, diesem Testwahnsinn zu entziehen, weil ich glaube, dass wir schon durch das Ganze, also erstens wissen wir inzwischen, dass das Test auch übrigens was ich großartig finde. Also wir wissen ja heute, dass das Testkonzept komplett kriminell war. Wir kennen alle Leute, die sogenannte Testcenter aufgebaut haben. Das war ja vorher schon klar, oder? Es war vorher schon klar. Jetzt kommt aber mein Wedding und Neukölln waren ein einziges Open-Air-Testzentrum. Jetzt kommt mein ordnungspolitischer Punkt. Den glaube ich auch viele Menschen einfach nicht verstehen. Man muss ja für Kindergärten und Schulen Tests vorweisen, ja? Oder musste. So. Dafür durfte ich nicht als
Vater und nicht vorbestrafter Steuerzahler meine Kinder testen und dann unterschreiben, sondern ich musste zu einem Testcenter. Bei ganz vielen Testcentern war vollkommen klar auf den allerersten Blick, dass sie einfach zur organisierten Kriminalität gehört. Der Staat hat mir also gesagt, dir trauen wir ganz sicher nicht, dass du da deine Unterschrift holst. Aber die Abu-Chakas, die sind gerichtsbekannt. Aber wenn du zu den Abu-Chakas gehst und dir da die Unterschrift holst, dann darfst du damit auch bei North Face deine Mütze kaufen oder die Kinder in die Schule schicken. Das waren ja alles, und ich glaube, man darf eine Sache nie vergessen. Leute merken das. Menschen merken das. Menschen haben gemerkt, was dafür, weil wenn in Quickborn die Parkbänke eingegittert wurden, haben Menschen gemerkt, dass das vermutlich Lösung ist. Ja? Und ich glaube, es ist... Ja, oder Jugendliche mit Streifenwagen in die Hamburger Parks gejagt werden, wie Bankräuber. Im Jenisch Park bin ich ja groß geworden. Ja, ich komme ja da aus der Ecke. Im Park, ja? Ja, also weite Teile unserer Jugend haben wir in dem Park verbracht. Und als ich das gesehen habe, dass auf einmal die Polizei, Jungs, die sich abklatschen, halsbrecherisch durch den und deren Leben riskiert, da ist uns ja klar, erstens, Menschen merken, dass das Wahnsinn ist und zweitens, Menschen sollten nicht das Gefühl haben, dass der Staat sich wahnsinnig verhält. Ja, das macht den Staat und das Vertrauen in den Staat und das Staatswesen an sich nicht gesünder. Aber meinst du nicht, das war vielleicht auch individuelles Fehlverhalten von Polizisten, die da gerade wieder täglich neue Regeln bekommen? Also wir sehen das haben. Leider nicht individuell, wenn die Dienstherren, zumindest der Bundespolizei, unsere komplett inkompetente Innenministerin Nancy Faeser, mitteilt, man kann seine Meinung auch zu Hause äußern. Man muss sich nicht versammeln, um seine Meinung zu äußern. Dann ist das ja kein individuelles Versagen. Sondern äußern Sie Ihre Meinung bitte zu Hause. Ja, dann setzt die Polizei ja auf einmal durch. Ich meine, das sind ja alles so Sachen. Wir hatten Geschichten, da haben drei Freunde zusammen gekocht und auf einmal hören sie ein Summen am Türschloss und denken, fuck, da sind Einbrecher. Das ist die Polizei. Die Tür aufgebohrt hat, weil drei Freunde miteinander gekocht haben. Ja, ja. Ja? Ich erinnere eine Pressemitteilung, da haben auch Freunde gekocht und dann kam auch die Polizei. Vollkommen zurecht, wear the mask. Einer der Freunde ist aus dem ersten Stock aus dem Fenster gesprungen. Vor Angst, einfach vor Angst vor der Polizei. Und lag dann im Krankenhaus und die Polizei stand, hat dann eine von Stolz geprägte Pressemitteilung rausgegeben, in der stand, einer der Verdächtigen liegt jetzt mit Armbruch im Krankenhaus und eine Anzeige gab's obendrauf. Ja, ich meine, man hat den Eindruck, dass der Staat eigentlich quasi mit Absicht die Leute gegen sich aufbringt. Man hätte ja statt zum Beispiel die Impfpflicht einzuführen oder Strafen zu verhängen, hätte man ja auch versuchen können, ich meine, es gab ja dieses Bratwurstimpfen. Ne? Du kriegst also impfunwillige Kinder Bratwurst. Und dann lassen sich auf einmal die Leute impfen für eine fucking Bratwurst. Was wäre denn mit 50 oder 500 Euro gewesen, um die letzten Prozent zu kriegen, oder? Normal mit den Menschen sprechen, die man repräsentiert. Das ist ja das Schöne an unserem Land eigentlich, dass wir Menschen wählen, die uns repräsentieren und nicht uns erziehen sollen. Deswegen wäre normal mit Menschen sprechen vielleicht mal eine gute Herangehensweise gewesen. Das stimmt, wer ist Gesundheitsminister in unserem Land? Für mich eine Erscheinung des Wahnsinns in dieser Krise, Karl Lauterbach. Karl Lauterbach ist Mediziner und hat versprochen, dass die Impfung nebenwirkungsfrei ist. Ein Mediziner, der ein solches Versprechen abgibt, hat sich schon als Mediziner komplett disqualifiziert. Ja, das konnte man ja nicht wirklich wissen, ne? Natürlich, aber deswegen sollte man es vielleicht einfach nicht versprechen. Ja, irgendwie musst du Leute dazu kriegen. Aber was war das für eine Zeit bei Jens Spahn zum Beispiel auch? Also ich meine, als du sozusagen bei der größten deutschen Zeitung, welche Nachrichten gibt man raus? Also um 10 Uhr ist das und dann um 12 Uhr ist was anderes. Das ist ja eine sehr, sehr schwierige Zeit auch, oder? Kontrolliert man das? Ja, das war eine schwierige Zeit und ich glaube auch nicht, dass ich da jede Entscheidung richtig getroffen habe, aber ich glaube, Journalismus muss erstmal mit gesundem Menschenverstand auf politische Mechanismen und Aussagen schauen. Und da konnte man schon bei sehr, sehr vielen Aussagen wissen, dass das in sich keinen Sinn ergibt, dass das nicht durchsetzbar ist, dass es eine Übergriffigkeit ist, auf einmal zu regulieren, wen ich bei mir zu Hause treffen darf. Es gab Zeiten, da durfte ich, wenn ich das richtig erinnere, nicht mit der Person spazieren gehen, mit der ich in einer Wohnung gelebt habe. Aber, Achtung, die Person durfte auf einem dieser Tretroller neben mir hergefahren, weil das tatsächlich unterschiedlich reguliert war. Ja, also da weiß ich ja als Journalist, dass das wenn ich Irrsinn erkenne, ist es meistens sehr wahrscheinlich, dass nachgelagerter Irrsinn folgt. Und ich glaube, dieser
unideologische Blick, der nicht und vor allem immer sich bewusst zu machen, wir sind nicht Teil einer Politikbewegung, die jetzt die Menschen zu erziehen hat, sondern wir sind dafür da, Politik zu hinterfragen. Da waren wir, glaube ich, in weiten Teilen, ja, ich will nicht sagen die einzigen, aber schon sehr allein. Und die Repression, die damit einhergeht, ja, dass man auf einmal zum Sündenbock gemacht wird für all die Frustrationen, die sich aufbauen in so einer Pandemie, die habe ich durchaus erlebt. Ja, oder weil man auch mal Drosten hinterfragt hat, zum Beispiel. Also ich meine, es gibt ja einen, der sagt dann irgendwie so, das ist richtig, und ihr wart ja die Einzigen, die auch sagten, so, wie hören wir da eigentlich zu? Das ist halt auch. Ja, aber das Hinterfragen von Christian Drosten war, das muss man einfach ganz klar sagen, zeitweise existenzgefährdend. Ja, das war eine Zeit lang, war das Majestätsbeleidigung, genau. Ne? Weil wir hatten alle zusammenzustehen und wir hatten die Klappe zu halten und folge den Sachen. Ja. Und es ist relativ schnell so geworden, wie es auch mit den Flüchtlingen ist. Genau, ist man Snickers. So. Ja. Ich glaube, das Interessante. Du bist nicht du, wenn ich. Das Interessante an dieser ganzen. Ist man Snickers, sonst bist du wieder du. Das Interessante an den großen politischen Krisen der letzten Zeit, und da würde ich mal sagen, die 2015, die Migrationskrise und die Corona-Pandemie. Das darfst du nicht hinterfragen, weil sonst bist du ein Rassist, ein Nazi oder ein Querdenker. Und wie hat man es gemacht? Genau so. Man hat, was ist die ultimative Verunglimpfung der Migrationszeit? Der besorgte Nazi. Bürger. Der besorgte Bürger, genau. Ja. Was ist die ultimative Verunglimpfung der Corona-Zeit? Der Maßnahmenskeptiker. So. Wenn ich mir jetzt mal überlege, was macht den mündigen Bürger aus, der in seinem Land lebt und keine Ahnung, Kinder hat, dann ist es doch, dass ich besorgt bin um das, was so passiert, und dass ich skeptisch bin gegenüber dem, was man mir sagt. Das ist ja eigentlich das ist so ein bisschen eine Verächtlichung des Bürgers, eine Verhöhnung. So, und man hat jetzt aber diese beiden Qualitäten, besorgt sein um sein eigenes Land und sein eigenes Leben und Skepsis gegenüber dem, was Mächtigen sagen, hat man ja, und das ist ja durch Medien gepusht worden, das ist durch öffentlich-rechtliche Medien, das haben wir bezahlt mit 9 Milliarden Euro, ist das ganz massiv diskreditiert worden. Das, was jeder Mensch in diesem Land. Da ist aber schon die halbe Milliarde Werbung mit drin, ne? Das musst du auch sagen bei 9 Milliarden. Bist du geimpft? Hast du dich impfen lassen? Mhm. Dreimal, ja. Aber beim vierten Mal meine ich mir mit. Ich habe mich nur zweimal, ich hatte das erste Mal Johnson & Johnson, weil ich habe Obdachlose und Drogensüchtige, habe ich gesagt, her damit. Und ich habe das aber nicht eingesehen, dass ich dann wirklich nochmal, dann habe ich danach einmal noch Moderna. Und nach Moderna habe ich tatsächlich so Nervenprobleme bekommen in den Beinen. Eine Freundin von mir, die hatte schon ihre Wechseljahre hinter sich, die hat wieder ihre Tage bekommen. Da habe ich dann mal, da habe ich gedacht. Also ich persönlich, das ist natürlich follow the science, nicht wissenschaftlich. Aber man kann sich ja nicht dagegen wehren, dass jeder Mensch sein persönliches Erleben hat. Ich persönlich kenne deutlich mehr Menschen mit massivsten Moderna-Komplikationen als mit massivsten Corona-Komplikationen. Und ich kenne auch nur Menschen. Es sind noch mehr Menschen geimpft, als die jetzt einen schweren Verlauf hatten. Ne? Ja, aber wir hatten jetzt kürzlich hier Christian Kamann sitzen. Der lag einen halben Monat im Koma. Währenddessen sind beide Eltern gestorben. Es gibt ja schon auch die. Absolut. Nur. Ich glaube, die Impfung hilft vor allen Dingen gegen schwere Verläufe, aber nicht gegen die Ansteckung, nicht gegen die Wiederansteckung. Und sie hat halt massive Nebenwirkungen teilweise. Ich glaube auch, dass sie gegen schwere Verläufe hilft. Ich weiß es aber gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie noch gegen die jetzigen Varianten, gegen Omikron. Gegen die Ansteckung jedenfalls nicht. Also ich weiß nicht. Nee. Ob ich persönlich, ich kenne auch keine belastbaren Daten darüber, wie Omikron in der Masse verläuft, ohne Impfung und mit Impfung. Ich weiß es nicht. Das werden wir im Herbst sehen, ne? Wenn die ganzen Festivals vorbei sind und die Darkrooms wieder schließen. Der Satz, ich weiß es nicht, oder ich stelle nur Fragen, zwei Sätze, die Leute ja ganz normal sagen. Ich habe da mal eine Frage, oder ich weiß es einfach nicht. Finde ich auch schon ein bisschen recht. Inzwischen auch schon als Rechts- und Verschwörungstheoretiker. Ja, ich finde es auch ein bisschen recht. Ich weiß es nicht. Natürlich wissen Sie das. Die Regierung und Tina Hassel haben es Ihnen gesagt. Aber eine Sache jetzt mal, nehmen wir mal die Flüchtlingsgeschichte von 2015. Man wusste doch in Wahrheit ein bisschen, wer da kommt und dass das nicht alles Ärzte sind, sondern auch ein paar Analphabeten dabei sind und so, dass das jetzt so vielleicht in den niedrigeren Einkommensklassen auch um Verteilungskämpfe für günstigen Wohnraum kommen wird. Da wurde dann gesagt, nein, das stimmt gar nicht. Die Flüchtlinge lösen die Wohnungsnot nicht aus, sie machen sie nur deutlich. Ja, aber de facto kriegt halt trotzdem jemand die Wohnung vor dir. Ne? Ja. Aber gibt es, Merkel hat ja gesagt, sie standen auf einmal vor der Grenze, aber gibt es da nicht Thinktanks, die so Flüchtlingsrouten vorausberechnen und so? Konnte sie sowas nicht vorher wissen? Dass da sowas auf uns zukommt und man das vielleicht irgendwie anders noch lösen kann?
Also erstmal war, also einleitend muss ich einmal sagen, dass ich immer dafür war und bis heute dafür bin und es für richtig halte, Menschen, die wir in Syrien bitterlichst im Stich gelassen haben. Du meinst militärisch? Ja, in jeglicher Hinsicht, die wir gegen Nervengasangriffe nicht verteidigt haben. Aber wie soll man das denn machen? Wie sollen wir denn alle Menschen auf der Welt schützen vor? Ich finde, gut, man sollte halt nicht nie wieder versprechen, nie wieder dass unser Versprechen nie wieder bezieht sich ja in allererster Linie logischerweise auf den Einsatz von Nervengas gegen Menschen. Aber das haben wir ja auch nicht gemacht. Nein, aber Wasser. Wir haben ja auch gesagt, wir werden es nicht zulassen und wir haben es ja zugelassen. Deswegen fand ich es legitim und richtig und moralisch richtig, dass wir Kriegsflüchtlingen helfen. Ja. Syrer. Hat das so ein bisschen damit zu tun, was kaum jemand weiß, dass du ja auch Kriegsberichterstatter warst vorher, oder? Also nee, ich habe halt drei Jahre erlebt, wie denen die Schulen ihrer Kinder plattbombardiert wurden. Ja. Und ich habe immer dafür argumentiert, dass man da militärisch eingreifen sollte. Aber das macht doch Deutschland nicht. Das ist, und da warst du auch vor Ort. Westen, da kommt ja die nächste Staatsräson, dass wir möglichst keine militärische Gewalt einsetzen. Putin hat es ja gemacht. Natürlich ist es möglich, militärisch einzugreifen. Putin hat es gezeigt, leider auf der falschen Seite. Ja, aber für Seite. Deutschland ja nicht. Es ist ja unwahrscheinlich, dass Deutschland Westen, irgendwo im Mittleren für Osten... Für den Westen wäre es durchaus... Also für Obama wäre es möglich. Aber gut, die waren ja gerade raus da. Ja. Gut, aber geradeaus finde ich, ist bei Kindervergasen kein Argument. Aber Amerika also war kriegsmüde. Ist für mich genau das, was Obama es genannt hat, eine rote Linie. Die haben wir nicht verteidigt. Der hat ein paar Tomahawks losgeschickt, als er mit dem chinesischen Präsidenten zusammensaß. Das war Trump, ne? Genau, okay. Ja. Obama hat eher so Drohnen, ne? Obama hat nichts gemacht. Gar nichts? Gar nichts. Hat er nicht immer so Drohnen geschüttelt? Gar nichts, ja. So. Aber da war noch... Aber da war noch kein Gas. Obama hat gesagt, der Einsatz von Giftgas wäre eine rote Linie. Genau. Dann hat Assad Giftgas eingesetzt und dann hat Obama nichts gemacht, was für den Westen natürlich absolut verheerend war. So, ich glaube aber, dass man, wenn man das Richtige tut, nämlich Kriegsflüchtlingen helfen, deswegen nicht sagen muss, wie das ja tatsächlich geschehen ist. Das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen. Jeder Mensch, der an der deutschen Grenze sich als Syrer ausgibt, ist als Syrer zu betrachten und zu behandeln. Das ist eine sehr schwierige Form von Grenzpolitik und Grenzverteidigung. Das ist aber das, was Deutschland gemacht hat. Und dann kommt das Nachgelagerte, was noch viel verheerender war. Man hat all die Menschen, die zu uns gekommen sind, in keiner Weise in der Art gemanagt, dass man sagt, okay, die dürfen bleiben und die müssen aber jetzt auch mal zurück. Weil mit Tunesien, es fahren ja auch Deutsche nach Tunesien in Urlaub, da kann man auch nach Tunesien zurückreisen. Das ist ein bisschen allgemein mein Eindruck, dass Deutschland das Asylrecht komisch versteht, weil Asyl bedeutet doch einfach, ich hab Ärger mit meiner Freundin, die schlägt mich. Julian, kann ich bei dir 2 Wochen auf dem Feldbett wohnen? Asyl bedeutet schon. Aber dann wohne ich irgendwann 2 Monate, dann fange ich an, Bilder aufzuhängen und dann fragst du mich hier irgendwann, wie lange willst du bleiben, oder? Deutsches Asylrecht heißt, du musst es nach Deutschland schaffen, dann hast du es geschafft. Also es ist Einwanderung. Es ist de facto Einwanderung, ja. Aber das ist ja dann eigentlich schon was anderes, oder? Das wird den Leuten auch anders erzählt. Das macht uns natürlich auch zu einer anderen Gesellschaft, wenn man sich mal anschaut, wie sich antisemitische Demonstrationen zum Beispiel in Deutschland radikalisiert haben, merkt man, da ist eine Ideologie, da sind nicht nur Menschen eingewandert, da ist eine Ideologie eingewandert. Wenn man auf die sogenannten Rohheitsdelikte in der Kriminalitätsstatistik guckt, dann sieht man erstens, dass sehr, sehr, sehr viele Mörder, ungefähr 50%, keinen deutschen Pass haben. Das sind verdammt viele. Und der Rest hat seit ein paar Monaten oder und, so, ja? Man sieht es auch im Alltag von Menschen, dass in unseren Schwimmbädern schon ein bisschen anders zugeht, als es vor ein paar Jahren noch zu Aber bringen. Julian, sind das nicht vielleicht auch die Opfer, die wir bringen müssen, damit in Syrien, damit Syrer sicher leben können, müssen vielleicht auch ein paar Deutsche sterben? Ich glaube, weißt du, also mein Sohn geht nicht mehr ins Freibad, muss ich mal ganz sagen. Also ich glaube, Freibad ist doch ein gutes Thema. Ja. Warum spielt Freiheit in der Politik keine Rolle mehr? Weil unsere Minister... Nehmen wir unsere Verteidigungsministerin, die fliegt halt mit ihrem Sohn im Regierungsjet rum und dann machen sie noch einen Abstecher nach Sylt. Der geht halt nicht ins Freibad. Entweder haben sie keine Kinder oder die Kinder leben oder inzwischen in einer Elitär oder sie haben einen Pool oder so. Ist das jetzt ein bisschen so die da oben? Nee. Nein, ich glaube, dass ein ganz bitteres Phänomen, was erstaunlicherweise von links kommt, unserer Zeit ist, dass wir wieder eine Art von Klassengesellschaft und auch Klassenkampf haben. Interessanterweise eine linke Elite, na klar, weil die eine nicht linke Mehrheit in Teilen und ihr Leben verachtet. Ein SPD-Politiker, das kann man nachgoogeln, hat in den 70er Jahren einen Spiegelartikel, ein Spiegelinterview gegeben. Das hat die Überschrift: Die Reichen werden Todeszäune um ihre Villen ziehen.
Denn im Grunde ist das ja eigentlich die SPD war ja eigentlich immer für ihre Klientel da, ne? Einfache Leute, Arbeiter, Angestellte und so weiter, die sich eben im Zweifelsfall keine Privatschule leisten können. Genau. Das heißt, hier Medienanarchisten wie wir kriegen keine Kinder oder wenn sie welche kriegen, heiraten sie reiche Frauen und können sich dann eine Privatschule leisten. Alle anderen müssen dann aber für den Elternabend Arabisch lernen. Ja. Und das beschreibt ja in den 70er Jahren SPD-Politiker. Das wäre ja heute mega recht, sowas zu sagen. Das kannst du nicht mehr bringen. Ja. Aber eigentlich hat er ja recht, ne? Aber es gibt ja einen Grund dafür, dass Menschen sich, und das ist ein bitterer Trend, neue Repräsentation in der Politik suchen. Dass wir namentlich mit der AfD eine neue Partei haben, der Menschen sich ja nicht nur zuwenden, weil sie Molle-Cocktails in Ausländerheime werfen wollen, sondern weil sie sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Mhm. Und das ist ein ganz klares Ergebnis von Angela Merkels Politik. Ganz eindeutig. Ja. Genug von diesen schwierigen Themen. Kommen wir zu den leichten Sachen. Du warst ja bei der Bild 10 Jahre lang, glaube ich, Kriegsberichterstatter, ne? Ja. Und wie ist das, wenn man dann da ankommt und trifft im Aufzug, im berühmten Paternoster oder auf den Gängen, trifft dann die Klatschreporter? Ist da so ein bisschen, wie geht man mit denen um? Belächelt man die? Gibt man da einen kleinen verachtenden Kommentar? Also, na, warst du wieder bei Dieter Bohlen grillen? Ich habe immer gewusst, dass das, was ich für überragend wichtig halte und leidenschaftlich und aus Überzeugung gemacht habe, nämlich diese Form von Journalismus, die ganz populären Themen braucht, um sie zu bezahlen. Weil anders als Tina Hassel wird ja niemand gezwungen, für mein Gehalt zu bezahlen. Ja, den Mechanismus haben die freien Medien ja leider nicht. Das heißt, wir müssen Menschen dazu ja tatsächlich bringen, ein Produkt zu konsumieren. Und dass man das nicht macht, indem Seite 1 bis Seite 12 Syrien-Berichterstattung ist, war mir immer klar. Insofern habe ich die leichteren Komponenten, Unterhaltung und Sport, immer als die Enabler für das empfunden, was ich... Als Brandbeschleuniger sozusagen. Nee, nicht als Brandbeschleuniger. Nee, als Ausgleich, oder? Als Lockmittel. Also quasi die Syrien-Berichterstattung einpacken in ein paar Titten von der RTL2 Reality Star. Ich meine die Leute, dass die am Ende das Geld beschaffen für das, was wofür im Journalismus halt vermutlich weniger Zuschauer bezahlen würden. Ja, die Bild ist ja eine der letzten Zeitungen, die sich das noch leisten können, überhaupt Leute dahin zu schicken. Ne? Ja. Paul Ronsheim ist ja schon, der wohnt ja mittlerweile fast in der Ukraine. Absolut, bei den Klitschkos. Ja. Der seid ihr euch doch auch nah, oder? Wenn ihr euch beide, habt ihr euch da irgendwie kennengelernt, weil ihr beide auch irgendwie so Kriegs... Aber so ähnlich. Also ich war dafür zuständig bei Bild und Paul war Volontär und wollte sozusagen in diese Richtung gehen. Okay. Und darüber sind wir Freunde geworden. Ja, da teilt man ja auch. Warum geht man da hin unter so einer Todesverachtung? Paul hat jetzt gerade so ein Video gezeigt, da schlägt Schrapnell in seinem Auto ein, einen halben Meter neben seinem Kopf. Da denkt man doch, als nächstes fährt man nach Hause. Warum macht er das nicht? Überzeugung. Überzeugung, dass es wichtig ist, dass Menschen erfahren, was da passiert. Also ist der manchmal naiv? Also meine Erfahrung aus diesen 10 Jahren ist, dass es viel seltener irgendetwas bringt oder erkennbar was bringt, als man sich erhoffen würde. Aber man macht es halt für das eine Mal, wo es was bringt. Das beste Beispiel ist vielleicht das Foto von dem Napalm verbrannten Mädchen im Vietnamkrieg. Der Fotograf, der das Foto gemacht hat, hat ja den Vietnamkrieg beendet, über Jahre Fotos gemacht und über Jahre dieses Grauen dokumentiert, ohne dass irgendwas passiert ist. Und dann war er da und hat dieses Foto gemacht und es hat die Welt verändert. Aber ist man bereit dafür zu sterben? Ich meine, ist einem das klar, wenn man da in so einem Gebiet ist? Ich glaube, dass die wenigsten Menschen, die sich in sowas hineinbegeben, diesen Gedanken überhaupt zulassen. Also das ist aber was sehr Individuelles. Mein persönlicher Glaube hat mir immer gesagt, wenn die Zeit gekommen ist, ist sie gekommen, egal ob ich in Berlin vom Bus überfahren werde oder in Libyen von einer Kugel getroffen werde. Was ist ein bisschen wahrscheinlicher in Libyen, ne? Das ist halt, also die Wahrscheinlichkeit ist ja eine Glaubensfrage. Ist das wahrscheinlich, wenn du glaubst, dass irgendwann einfach deine Zeit gekommen ist, dann spielt Wahrscheinlichkeit ja keine Rolle mehr. Aber da ist ja sehr viel Idealismus dabei, oder? Und man muss das so ein bisschen ausschalten auch. Also man muss da wirklich sehr dafür leben, weil man weiß ja, wenn man da hingeht, ne, dann kann das passieren. Oder eher als hier vom Bus. Aber er sieht es ja anders. Er sieht es ja philosophisch anders. Ich habe sozusagen mein persönliches
Sterberisiko bei dieser Arbeit nicht höher betrachtet, okay, als wenn ich zu Hause unterwegs war. Paul hat ja aus Afghanistan eine ISIS-Flagge mitgebracht, ne? Die in deinem Büro hing. Nee, das war nach, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Paul war oder ein anderer Kollege, der jetzt Karriere in der Personalabteilung gemacht hat. Großer Journalist. Und hast du die Flagge noch oder ist die auch noch in der Die Flagge ist auch in der Kiste mit der Topfpflanze. Ist auch eingelagert, ja, mit der Topfpflanze und dem Paintbag. Kann ich die haben? Die würde sich hier so gut machen. Ja, du kannst sie haben, aber du musst sie dir holen, wie es bei Flaggen halt ist. Stimmt, ne? Das musst du mit der Springer. Wie es bei Flaggen halt so ist. Kriege ich dann von dir so ein kleines Schreiben. Wie bei Harry Potter, ich musst weiß du nicht, dir. Ob mit dir ein Schreiben sind mir jetzt unbedingt Zutritt bei Axel Springer. Die sollen die Flagge rausgeben. Aber da hast du selber auch keinen Zutritt mehr. Da gehst du nicht mehr hin, oder? Da ist, it's over. Das ist nie geklärt worden, welche Zutrittsrechte es da gibt. Ich verspüre da kein tiefes Bedürfnis. Ja, die werden dir doch dein Feldbett geben, oder? Da klebt doch noch viel Liebe dran. Ich glaube vor allem, dass das niemand haben muss. Die interessante Geschichte bei diesem Feldbett ist, dass ich mir nie ein Feldbett angeschafft habe, sondern bei der Fußball-WM in Brasilien, wenn ich das richtig erinnere, wo sehr lange, sehr spät gearbeitet werden musste, für die Sport- und Videoredaktion mehrere Feldbetten bestellt habe, damit Leute sich ausruhen können. Okay. Und das war jetzt nicht exklusiv für die Praktikantinnen oder sowas. Nein, aber direkt, ja. So einen kleinen Gag muss man sich gefallen lassen jetzt wahrscheinlich, oder? Wie geht's dir denn überhaupt damit, jetzt wo du raus bist? Das ist ja auch, du warst ja einer der mächtigsten Männer de facto Deutschlands. Fühlst du dich wie Putin, dem man die Atombomben weggenommen hat? Oder, Nein, es gibt durchaus Tage, an denen ich mich wundere, was ich alles nicht mehr habe. Aber ich muss auch sagen, dass ich bei Bild immer am meisten genossen habe und geliebt habe, Dinge aufzubauen. Und glaube ich, da auch sehr viele Dinge aufgebaut hat von diese Reporterkultur und Mentalität, die du gerade angesprochen hast, die gab es de facto nicht, bevor ich das wieder geschaffen habe, das ganze Thema Video, Bild live. Und Bild TV viele Teile auch, von, ne? War das genau, dein TV, genau. Viele Teile von digital. Und ich sage immer, mir hat beim letzten Mal keiner geglaubt, dass mal ein Fernsehsender draus wird, und wenn es mir diesmal keiner glaubt, dann werden sie zum zweiten Mal falsch liegen. Das heißt, du willst jetzt einen Fernsehsender gründen? Ich bin mir noch nicht sicher, ob Fernsehsender das passende und treffende Wort ist, weil die Distributionsmechanismen, die Reichweiten natürlich heute total anders verteilt sind als zu der glorreichen Gründungszeit der Fernsehsender. Aber ich glaube, über das Thema Video und bewegte Bilder große Reichweiten erzielen, da bin ich noch nicht drüber hinweg. Stimmt, das machst du jetzt auch, oder? Absolut. Bist du ein bisschen radikaler geworden, seit du bei der Bild weg bist, würdest du das sagen? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass wer mich da gekannt hat, sehen wird, dass ich, diese inneren Positionen, die ich habe, in keiner Weise geändert haben. Ich glaube, ehrlich gestanden, dass, und das mag es manchmal so erscheinen lassen, die sind radikaler geworden. Und damit meine ich nicht Bild. Damit meine ich die Zeiten. Damit meine ich ganz klar, dass das linksgrüne politische Milieu, das sind aus meiner Sicht in weiten Teilen auch, was wir an Bundestagsabgeordneten haben, was wir da an Sprache erleben, radikale Verrückte teilweise, ja, und sie reagieren auch radikal verrückt, wenn man ihnen einfach die Realität dieses Landes vor Augen hält. Das Irre ist ja in Deutschland, inzwischen sagt ja mehr als die Hälfte der Menschen, man kann seine Meinung nicht mehr frei sagen, ob das jetzt so ist oder nicht, aber auf jeden Fall hat man enorme Repressalien zu fürchten. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein neuer gefährlicher Trend, und es geht sogar inzwischen noch ein weiter. Ich muss ja gar nicht mehr eine Meinung sagen, um von diesem verrückten Milieu, von diesem Ideologenmilieu in irgendeiner Weise gecancelt oder angegriffen oder vernichtet zu werden. Ich muss ja nur beschreiben, was ich in meinem Alltag erlebe. Wenn ich sage, also vom Bahnhof stehen Leute, die standen da früher nicht, und meine Kinder gehen nicht mehr gerne ins Freibad, ja, weil sie da Anfeindungen ausgesetzt sind, dann bin ich ja schon für diese reine Beschreibung meines Lebens ein Aussätziger für diese Leute. Ja. Das ist Hass und Hetze. Und nicht ich bin radikaler geworden, die sind radikaler geworden. Okay, aber ist das nicht vielleicht auch eine Wahrnehmungssache? Ich habe kürzlich ein Bild gesehen, da startet ein neuer Marilyn Monroe-Film, irgendwas wie Blondes Have More Fun oder so hieß der, ganz berühmter Film,
irgendwas, ne, Blonde sind besser, irgendwie so, ja, im Titel. Und da demonstrieren brünette Frauen vor diesem Kino, dass das also überhaupt gar nicht stimmt. Und mit Brünetten könnte man auch Spaß haben. Also ernst gemeint demonstrieren die da. Und da habe ich gedacht, ja, das ist echt ein bisschen, das würde man heutzutage als einen neuen Auswuchs dieser Redebeschränkung sehen. Gibt's das nicht vielleicht eigentlich schon ewig? Ich meine, Jenninger musste mal zurücktreten, weil er gesagt hat, ne, der damalige, glaube ich, Bundestagsvorsitzende, hat in der Rede gesagt, zum Holocaust-Gedenktag, dass das Dritte Reich auch ein Faszinosum sei. Und das war also nicht wertend genug, das war zu neutral, dafür musste er zurücktreten in den 80ern. Gab es das nicht auch schon immer, diese Empörungskultur ein bisschen? Also das Wort Faszinosum 1980, dementsprechend in den 80er Jahren, 35 Jahre danach, würde ich auch als Rücktrittsgrund, also als ja, als Rücktrittsgrund empfinden. Ja, wirklich? Also ja, finde ich jetzt ein bisschen unglücklich, aber es war ja klar, ja, im ganzen Kontext der Rede, wie er das gemeint hat. Also, wenn ich mir unsere heutige Zeit angucke, dann sehe ich zwei Trends. Erstens eine komplette Humorlosigkeit auf Humorverachtung. Ganz anders als früher in Deutschland. Humorverachtung, nein, ja, genau. Nein, wenn man sich mal anschaut, dass das, also das linke Milieu war ja eigentlich immer das Milieu von Kabarett und Satire und so weiter. Und wenn man sich jetzt heute die Heute-Show anguckt, die machen sich ja nicht mal mehr die Mühe, irgendetwas als Gag zu tarnen, sondern die verbreiten halt einfach ausschließlich Propaganda. Und dann sagen sie FDP und dann spielen sie einen Lacher ein und Olli Welke lacht. So, und dafür werden wir gezwungen zu bezahlen. Gut, aber dann muss ich mal ganz kurz was sagen. Du hast mir im Vorgespräch mal gesagt, dass du meinen Tweet lustig fandst, wo ich geschrieben habe, was war es nochmal? Roger Cicero war gestorben, möge er in Frieden ruhen. Ich habe dann getwittert, hey, Karten zum halben Preis. Und da habe ich mal nachgeschaut, die Bild hat geschrieben, geschmacklos, geschmackloser Tweet. Ich weiß nicht, ob ich dafür inhaltlich schon verantwortlich war. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich war schon immer, und ich glaube auch, dass Medien, Satire, Humor, Stand-up, Late Night, das braucht. Ich war schon immer ein großer Fan der im Zweifel für die Respektlosigkeit. Ja, oder? Vor allem im Zweifel für die Respektlosigkeit immer gegen, es gibt zwei Regeln. Im Zweifel für die Respektlosigkeit und niemals, niemals, niemals nach unten treten. Ja, aber natürlich kann ich gegenüber Olaf Scholz oder auch Ricarda Lang, ja, oder wie sie alle heißen, kann man respektlos gegenüber diesen Leuten, das ist das nobelste Recht des Bürgers, der diese Leute als seine Vertreter gewählt hat oder manchmal auch nicht, sich respektlos äußern zu dürfen. Ich finde, wenig nach unten treten, das sollte sein, aber es gibt natürlich schon auch Gruppen, die sagen wir mal, sozial weiter unten stehen und sich trotzdem merkwürdig verhalten. Das ist dann auch mal ein Scherz wert. Ne? Es ist ein Scherz wert, aber mit Treten meine ich jetzt sozusagen, dass das ständige gegen Wehrlose, ja. Ja, das geht aus meiner Sicht nicht. Aber ich bin von vielen Linken fertig gemacht worden für einen Tweet. Ich habe da geschrieben, ein Afghane hat bei Edeka an der Kasse in Hamburg jemanden erstochen. Dann habe ich geschrieben, bei Edeka in Hamburg kann man jetzt auch mit seinem Leben bezahlen. Und es ist ja de facto wahr. Ja? Aber es schildert nichts weiter als eine Wahrheit, ja. Und setzt sie in einen anderen Kontext, und das darfst du nicht. Ne? Also das könnte ja, genau, den Rechten, das ist ja auch mal so ein Argument, das könnte, auch wenn es einfach eine Realität ist oder ein Fakt, das könnte den Rechten in die Hände spielen. Ne? Ja. Dann darfst du es nicht machen. Genau. Das sind alles die Scheinargumente, Kontaktschuld, hat da etwa jemand Falsches applaudiert. Also wenn man jetzt Thomas Gottschalk für jeden Menschen verantwortlich gemacht hätte, der über seine Witze bei Wetten, dass gelacht hat, ja, dann, so, das wissen wir, das spüren wir ja auch alle, da endet halt gesellschaftliches Zusammenleben. Linke wollen Gesellschaft, wie wir sie haben, beenden und durch ihre, und das haben sie schon immer gewollt, durch ihre Ideologen und Ideologien ersetzen, die immer in die gesellschaftliche und wirtschaftliche Katastrophe führen. Das ist das, was sie immer gewollt haben, das ist das, was sie weiter wollen. Sozialismus wurde früher anders gelebt, heute wird der Grün praktiziert, aber er braucht immer die Repression und das Unterdrücken, und das darfst du nicht sagen, und vielleicht kannst du uns aber dafür sagen, was dein Nachbar gesagt hat. Ja. So, das sind immer dieselben Mechanismen, und sie sind wieder da. Und diesmal sind sie grün, und
sitzen bei Maischberger und reden über Atomkraftwerke. Es gab eine Prime-Doku über die Bild-Zeitung. Ihr habt euch da ein Jahr lang begleiten lassen. Und da hast du so ein bisschen, du bist 7 Jahre jünger als ich, aber ja, du hast trotzdem an so einen 80er-Jahre Power-Chef erinnert. Immer Zigaretten rauchen, Hemd auf, so ein bisschen Gordon Gekko des Journalismus, was ja auch eine gewisse Power hat. Hast du das Gefühl, dass mit Paul Ronsheimer jetzt, der auch Kriegsberichterstatter ist, der jetzt Vize Chef der Bild ist, dass da quasi jetzt so eine woke Variante von dir kommt. Weniger hetero, ein bisschen teddybäriger, softer vielleicht jetzt für die Millennials, more appealing to the Millennials. Also, nee, das würde ich so überhaupt nicht teilen. Ich glaube, Paul ist in allem, was er journalistisch leistet, eine absolut herausragende Ausnahmeerscheinung. Und ich glaube, dass es das ist, was Menschen so fasziniert. Sein Mut, seine Empathie, seine Art und Weise, sich Menschen in schwersten Situationen zu nähern. Und da hatten wir unterschiedliche Rollen. Ja, also ich war in meiner Rolle als Reporter in Kriegsgebieten logischerweise anders als Verantwortlicher für so eine große Redaktion. Aber ich kann das nicht so wirklich als Zeitenwende oder Wandel erkennen. Das ist einfach... Ich glaube, der will auch gar nicht Chef werden, oder? Mein Eindruck ist immer, dass er in dem, was er da macht, einer der Besten der Welt ist und dass er das liebt, was er da macht. Ja, ich finde es auch unglaublich. Meine Erfahrung ist, dass man, wenn man in etwas einer der Besten der Welt ist und liebt, was man macht, da immer sehr gut aufgehoben ist und sich alles Weitere sowieso von alleine ergibt. Also ich glaube, wenn man das Geschenk hat, etwas tun zu können, was man wahrlich liebt, dann Ambitionen zu haben, etwas anderes zu tun, ist eigentlich fast Verrat an sich selbst. Ja gut, vielleicht will man irgendwann nicht mehr als Kugelfang für die Klitschkos da rumhängen. Ne? Also. Dafür sind sie zu breit und zu groß. Aber ich habe den Eindruck, dass der halt, genau wie du sagst, empathischer ist. Und der kriegt ja sogar, als er dieses Video gepostet hat, wo er da fast ein Schrapnell bei ihm am Kopf trifft, da hat sogar so ein grüner, sehr extrem linker Grüner drunter geschrieben, hey, ich bin nicht immer auf der Seite der Bild, aber ich finde toll, was du da machst und so weiter. Der hat diese Fähigkeit. Das nennt man grünen Gratismut. Naja, aber der hat diese Fähigkeit, Leute, glaube ich, aus dem Bild hast gleich sein Profilfoto auf Instagram geändert, um seine Solidarität auszudrücken. Aber der hat die Fähigkeit, der Paul hat ein bisschen die Fähigkeit, die Leute aus dem Bild hast rauszuholen ein bisschen. Ne? Absolut, deswegen ist er einer der absoluten. Den kann man eigentlich gar nicht hoch genug bezahlen. Ne? Kann man nicht. Also meine Forderung war auch immer, ich bin da nur nicht mehr dazu gekommen, Gehaltserhöhung für Paul Ronsheimer. Schade, Paul. Eine letzte Frage, du musst gleich los deine Kinder abholen. Ja, hier, moderner Dad, ne? Das wollen wir nicht unerwähnt lassen. Wir haben die Leute vorher gefragt, ob sie Fragen an dich haben, da kam natürlich viel Bullshit, aber eine Frage kam immer wieder, ich muss sie dir stellen. Es gibt die Behauptung, dass du quasi einer Frau Avancen gemacht hast und die hat dann gesagt, du bist doch verheiratet. Und dann hast du ihr gefälschte Scheidungspapiere vorgelegt, um klarzumachen, dass du Single bist. Ist das passiert? Nein, das ist so nicht passiert. Also das ist komplett erfunden. Ich kann meinen Abscheu gegenüber diesem Angriff auf mich mit all dem, was da behauptet, verwurstelt, verquirlt worden ist, gar nicht genug Ausdruck verleihen. Es ekelt mich an, es widert mich an. Es ist eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche. Und verstehe ich. Aber ist das nicht eine Erfahrung, die du vielen beschert hast, auch durch Schlagzeilen? Glaube ich nicht. Ich erinnere mich an eine Sache. Ich habe mir jeden Tag Mühe gegeben, das nicht zu tun. Ich erinnere mich an eine Sache. Da war irgendwie Silvester vor 2 Jahren. Da ist ein Typ besoffen mit seinem Audi irgendwo rumgefahren, irgendwo in den Bergen nach einer Party. So war das Narrativ. Ist dann in einer Personengruppe mehrere Leute tot. Ja. Und dann habt ihr wirklich jeden Tag der Todraser, der Todraser, der Todraser. Ja. Der Typ war schon suizidal, irgendwie unter Dauerbeobachtung im Knast. Halbes Jahr später kam eine ganz kleine Meldung, dass der jetzt gar nicht so betrunken war und außerdem haben die Leute auch eine Mitschuld gehabt und so weiter. Aber bis dahin war der halt einfach nationwide der Todraser. Ne? Mhm. Also ich glaube, der war schon sehr betrunken, wenn ich das richtig erinnere und schon sehr, sehr schnell. Und das sind sicher immer Grenzfälle, aber ich würde da auch im Nachhinein sagen, über jemanden, der 7 Menschenleben auslöscht, indem er mit sehr überhöhter Geschwindigkeit und
Driving Under the Influence, wie man so schön sagt, da reingerast ist, das ist schon nochmal ein bisschen, wie gesagt, man kann darüber diskutieren. Was ist denn eine Verurteilung vor der Verurteilung im Grunde, ne? Der ist ja sozial gestorben. Erstmal sind sieben Menschen gestorben. Das stimmt, aber es ist nicht ganz klar, inwiefern das seine Schuld war. Ob das jetzt wirklich er ist betrunken, bei Todraser, denke ich mir, ne, quasi schon ja. Also, kurz vor Absicht. Aber da hat natürlich jeder seine eigenen Maßstäbe, unter denen er urteilen muss. Ich war dafür inhaltlich und redaktionell verantwortlich. Mein Maßstab war betrunken in einer Menschenmenge rasen. Aber das wusste man ja noch nicht ganz hundertprozentig. Doch, das wusste es man schon. Es war halt wirklich Tag und Nacht und jeden Tag neu und so weiter, immer der Todraser, dass ich gedacht habe, der Typ ist schon unter Suizidbeobachtung. Die Intensität, darüber kann man dann diskutieren und streiten, aber, ja, ob das richtig war. Aber das grundsätzliche Urteil, dass man darüber in dem Ausmaß berichtigen wird, dazu würde ich stehen. Aber kannst du es ein bisschen besser nachempfinden, was es mit Menschen macht, wo du jetzt auf der anderen Seite auch ein bisschen mal bist oder warst? Das ist eine schwierige Frage, weil es, glaube ich, es gibt halt einen Unterschied zwischen Verantwortlichkeit für Taten und diffusen Vorwürfen mit Vernichtungsagenda in der Beurteilung. Aber zu deinem Punkt, wie es sich anfühlt, egal ob jetzt berechtigt oder unberechtigt, einer medialen Kampagne ausgesetzt zu sein, das muss man schon sagen, das hätte ich vorher schlechter beurteilen können. Und es ist ja klar, dass das was mit einem macht und in das zukünftige Leben mit einfließt und in alles, was man entscheidet und zu beurteilen hat. Das ist klar. Weißt du schon, wie dein nächstes Projekt heißen wird? Ja. Gibt es da schon einen Namen? Ja, weiß ich. Brezin? Nee. Aber so ähnlich wie ich. Ja, dein YouTube-Kanal heißt Julian Reichelt Ultras. Reichelt Ultras, das ist aber ein Fan-Kanal. Okay, alles, da bin ich beruhigt. Ultras, am Wort Ultras erkennt man. Die gibt's wirklich, ja. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke euch. Ja, danke fürs Gespräch. Danke. Das war Sodom und Corona. Danke fürs Einschalten und bleibt negativ. Und falls ihr das nicht schafft, wünsche ich euch einen milden Verlauf. Ciao. Er ist Sodom und Corona, der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Now listen, bitches, the podcast in the back. Back on the mics! Hier ist Sodom und Corona, der epidemische Pandemie-Podcast für alle, die auch keinen Bock mehr haben. Matze. Und hier kommen sie, eure Lieblingspodcast.